Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy VII auf YouTube. Und hallo an alle, die jetzt doch nochmal live dabei sind nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten. Zum Glück habe ich noch so viel alte Capture Cards rumliegen. Die, man weiß nie, wann man die mal brauchen kann. Für alle, die das jetzt auf YouTube sehen, der Hinweis, der Upload von Videos auf YouTube ist leider in den letzten Jahren immer ein bisschen komplexer geworden, braucht immer mehr Anforderungen und ist deswegen immer ein bisschen zeitaufwendiger geworden, so Stück für Stück. Inzwischen ist das so weit, dass die 20-Minuten-Folgen, wenn ich die alle einzeln hochlade, wirklich ziemlich viel Zeitaufwand brauchen, damit ich die einzeln alle hochladen, einstellen, selber einstufen kann und so weiter, was man mittlerweile da alles machen muss. Deswegen werden die Folgen wesentlich länger. Und gerade jetzt, wo ich eben wieder live einen Stream mache, eine Live-Aufzeichnung dieses Let's Plays quasi, wenn man so will, machen wir das nämlich so, dass jetzt die Folge einfach sehr, sehr lange ist. Vielleicht 2-3 Stunden am Stück. Dafür kommen dann ein paar Tage keine Folgen. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Wir nehmen quasi die 20-Minuten-Folgen zusammen, damit es einfach weniger Aufwand wird zum Hochladen. Ramsi, hallo! Der Altpapst ist hier. Der Altwortaufseher ist am Start. Wie geht's? Hallo zusammen. Surala, machen wir weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Bei einer bisschen sehr stark sexualisierten Handmassage von Madame M, oder? Heißt sie. Ich hoffe doch sehr, dass ich diese Entscheidung nicht bereue. Genau, und die hilft uns jetzt. Die hilft uns jetzt, dass wir uns in dieses komische Bordell oder sowas schleichen, wo wir Tifa retten, die da aber, glaube ich, eigentlich eher undercover ist und gar nicht gerettet werden muss, oder? Aber gut, das ist unserem Held egal. Da wird... Er wird nicht wild rumgegrapscht. Okay. Da wird jeder gerettet, ob er will oder nicht. Jetzt schauen wir mal, wo wir hin müssen. Bisschen besser, das ist gut, immerhin. Mir geht's ganz gut. Danke. Wir sind auf dem Ballmarkt. Die sind sicher nicht zimperlich. Denkst du, dass wir gewinnen können? Darum mache ich mir keine Sorgen. Selbstvertrauen ist gut, aber nimm das nicht auf die leichte Schulter. Laufe ich gerade in eine Sackgasse? Nee. Wir sind sogar gleich da, glaube ich. Herzlich willkommen zum ich weiß gerade gar nicht mehr so hundertprozentig, was wir eigentlich gleich nochmal gerade machen. Spoil doch nicht, das erfährt man doch erst. Nein, das, ich kann gar nicht spoilen, weil ich weiß das überhaupt nicht. Das war im Intro, wo man Tifa gesehen hat, wurde das schon sehr stark angedeutet. Also ich kann hier gar nicht spoilen. Ich habe das Original zwar vor Jahren gespielt, aber wie gesagt, vor Jahren. Das ist schon sehr lange her. Hast du unsere Tickets dabei? Mein Gott, so viele NPCs, die alle durcheinander reden. Ich liebe es, wenn das passiert. Vor allem mit den Kopfhörern schreien mir 1000 Leute ins Ohr. Das macht mich fertig. Was? Du willst jetzt noch mitmachen? Ist ziemlich spät dran. Nächstes Mal bitte pünktlich da sein. Ihr tretet zusammen an? Nein, nur ich trete an. Ich mache auch mit. Die Empfehlung ist schließlich für mich, oder? Ich würde gerne versuchen, sie mir selbst zu verdienen. Na dann, ihr beiden. Das Wartezimmer befindet sich im Keller. Okay, cool. Das geht weiter runter, als ich gedacht habe. Genau, und das kann ich mir noch erinnern, Wetter dran. Aber jetzt kämpfen wir doch erst irgendwo in der Arena oder irgendwie sowas, ne? Wir werden doch jetzt irgendwie... Ich weiß es nicht. Was meinst du, wie viele Leute antreten? 4. Cloud, bist du aufgeregt? Nein. Ich dachte nur, weil du so wenig redest. Ich konzentriere mich nur. Solltest du auch. Los, hier geht's lang. Macht schon. Ey, Ramsi, danke fürs Abonnieren. Seit 30 Monaten Prime-Abonnent. Dankeschön. Freut mich. Sie haben das wertvollste Kleinod von allen gewählt. Willkommen in Corneos Colosseum.
vielfältig erleben. Heute werden Sie hier auf dem Wallmarkt Zeugen der spektakulärsten Ereignisse der Welt. Unsere Kämpfe werden Ihnen den Atem rauben. Der Gewinner kriegt sage und schreibe 1 Million. Und es gibt nur eine Regel: den Gegner zerschmettern. Gnadenlos. Bis das Blut spritzt. Erbarmungslos. Bis die Knochen brechen. Nur wer alle Register zieht. Nur wer am Ende noch aufrecht steht. Wird mit Ruhm und Reichtum an überall. Erleben Sie blutdürstige Bestien, die es gar nicht erwarten können, ihren Opfern die Kehlen rauszureißen. Doch wir haben sie genug auf die Folter gespannt. Zeit für blutige Kämpfe. Herr Cornel Kapp ist hier mit der Öffnung. Wo sind wir denn hier gelandet? In der Kampfarena? Was wollte ich sagen? Mensch, irgendwas wollte ich sagen, aber ich wollte die beiden nicht unterbrechen. Und jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern. Verdammt. War, glaube ich, nicht so wichtig. Fällt mir schon wieder ein. Und dann schauen wir mal, vielleicht gibt es Musik zu kaufen oder so. Die Musik sammle ich irgendwie schon gerne. Aus irgendeinem Grund. Aber nö. Ich glaube, sonst brauchen wir nichts. Ich bin jetzt echt gespannt auf den Kampf. Hallo, Elisabeth. Ja, anscheinend klappt es jetzt mit der älteren Capture Card. Die neueste, die ich jetzt immer benutzt habe, hat scheinbar tatsächlich den Geist aufgegeben. Da ist irgendwas kaputt gegangen, weil über den HDMI-Ausgang kommt das Signal noch normal an, aber über USB nicht mehr. Ich habe die Kabel ausgetauscht, ich habe die Buchsen geändert. Das muss an der Capture Card selbst liegen. Ich habe alles andere irgendwie durchprobiert. Ich schätze, dass da der Port kaputt ist oder irgendwas. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, mit der älteren, die von der Leistung her genauso gut ist, funktioniert jetzt überraschenderweise perfekt. Die hat nämlich früher immer Probleme gemacht. Vielleicht haben wir jetzt auch nur Glück, aber naja, immerhin. Ich bin gespannt auf den nächsten Kampf. Ich habe jetzt nämlich in letzter Zeit wieder ganz viel Genshin Impact und Ys 8 gespielt, das ich übrigens echt sehr empfehlen kann. Ys 8 ist super. Und das hat eine total spannende Story, von vorn bis hinten, total cool. Auf jeden Fall haben beide Spiele eine recht ähnliche Steuerung zu Final Fantasy VII Remake. Und jetzt komme ich bestimmt voll durcheinander. Aber so ist das. Ach, ihr seid's. Wie siehst du denn aus? Ich brauchte etwas Geld und habe an einem Vorkampf teilgenommen. Naja, das Ergebnis seht ihr ja. Ihr habt ja keine Ahnung, worauf ihr euch hier einlasst. Wenn ich euch einen guten Rat geben darf, ihr solltet besser schnell von hier verschwinden. Achtung, Team Cloud und Aeris. Ihr Match beginnt in Kürze. Genshin Impact ist auch super, ich weiß schon. Bitte kommen Sie zum Eingangstor. Also finde ich auch. Jetzt könnten wir noch davonlaufen. Aber über Genshin Impact rede ich eh so oft, weil ich das schon seit Monaten spiele. Aber Ys 8 braucht mehr Aufmerksamkeit. Das ist bei weitem nicht so erfolgreich, wie es sein sollte. Finde ich. Seid ihr bereit? Ich bin immer bereit. Ich bin ein bisschen bereit. Los geht's. Passt auf, dass ihr nicht verreckt da draußen. Katsching. Genau, da gibt's eine Figur in Genshin Impact. Ich habe die immer Kikwing ausgesprochen. Spricht mir aber scheinbar Katsching. Und das passt ja schön zu diesem Gacha-Spiel. Sie sind zum ersten Mal und machen sich wohl zu fein. Sie waren naiv genug herzukommen. Sind sie auch stark genug heimzukehren? Nein. Arena frei für Cloud und Aeris. Ich hab vor, dass wir hier sterben. Das ist mein Ziel. Mal schauen, ob wir das schaffen. Hey, Mann! Falscher Ort für ein Date! Hey, Kleine! Zeig mal ein bisschen Frischfleisch, aber zack! Okay. Ich bin sauer. Der Käfer ist unser allseits beliebter Bestienbändiger. Ein weiterer Augenblick. Heute gibt's sogar Nachtisch! Spritzendes Blut, panische Schreie! Arena frei für den einzig wahren, die unnachahmliche, blutdürstige Bestie! Ich finde, der Kerl mit dem schwarzen Haar hat eine coole Frisur. Das ist ja ein cooler Fotografie. Der hinten noch so ein Pew! Gefällt mir. Mach ich mir auch. Die Gegner sind Hunde?
Bitte klar. Ein Problem damit? Gibt keine Regel, die besagt, dass das verboten ist. Das ist doch ein Gesetzesanstieg. Wie viel Fleisch werden diese hungrigen Tiere knabbern? Leute, Augen schließen ist strengstens verboten. Na dann, viertes Match, erste Runde. Ring frei! Cloud? Ich glaube, wir müssen uns heilen. Wir haben gerade ganz schön Schaden bekommen. Ich weiß gar nicht genau, wie das passieren konnte. Oder sind wir schon so... Machen die hier echt so viel Schaden? Oder sind wir schon so kaputt in die Arena gegangen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir sind schon ziemlich tot. Ich hätte mich auf die Bank setzen sollen, glaube ich. Ich habe nicht auf die HP geachtet, aber... Wer braucht schon volle Energie? Wir sind halb tot in die Arena gekrochen auf allen Vieren und haben trotzdem gewonnen. Der Sieg geht schlapp bis tot an das Trauma Glautones! Was die Arena sieht übrigens sehr aus wie die Arena in der Gold Saucer im Original. Okay. Bitte kehren Sie in den Wartebereich zurück. Die erste Runde hätten wir überstanden. Ist was? Die Regeln sind sehr biegsam. Stimmt. Ich hoffe, das bessert sich in der nächsten Runde. Darauf würde ich nicht bauen. Lass uns wachsam bleiben. Ich bin mir nicht sicher, ob es sowas wie feste Regeln überhaupt gibt. Wir haben spontan beschlossen, dass wir zu zweit in die Arena gehen. Ich hätte auch allein gehen können. Zu wie viel kann man denn da reingehen, theoretisch? Gibt es da ein Limit? Und der andere Kerl kommt irgendwie mit zwei Hunden an. Also technisch gesehen zu dritt oder so. Und es macht alles keinen Sinn. Also, ich würde nicht mit zu viel Logik reingehen. Cloud. Hau einfach alles kaputt, was dir in der Arena entgegenwerfen. Und denk nicht drüber nach, was erlaubt ist und was nicht. Was ist mit dem Stuhl passiert, wenn wir hier saßen? Tja. Ah, oh, sind die Blumen eigentlich für uns, oder? Das sind drei Blumensträuße, wahrscheinlich nicht. Vielleicht für den Kerl und seine Hunde, die wir umgebracht haben. Jeweils einer. Gott. Da habt ihr ja nochmal Glück gehabt. Aber das wird euch in der nächsten Runde nicht mehr helfen. Seid ihr bereit? Ich bin immer bereit. Halbfinale, jetzt schon. Finde ich fast schade. Ich hätte und auch gern länger. Wenn die ein paar coole, kreative Ideen gehabt hätten in der Arena für einzigartige Gegner, hätte ich Bock drauf gehabt. Zuerst, unser Traumpaar, das sich Hand in Hand durch die erste Runde gekämpft hat. Ihr Penner, was fällt euch eigentlich ein? Ich bitte um etwas Beifall für Klautenes. Verpisst euch dahin, wo ihr herkommt, ihr Tröten. Wegen euch habe ich unseren verloren. Ja, los, los! Ihre Gegner, ein paar Funkskerle aus dem Ödland, die mit diebischer Freude dabei sind. Mit Fingern so lang wie die Gesichter ihrer bemitleidenswerten Opfer. Also, lassen Sie Ihre Wertgegenstände von jetzt an besser nicht mehr aus den Augen. Einen herzlichen Applaus für Beck und seine rabiat ruchlose Gang. Ach, die kennen wir doch schon, ne? Ich hab doch gewusst, dass wir die öfter sehen. Heute wohl unser Glückstag sein. Ja. Jetzt kriegt ihr euer Fett für die Sache von Leuchtfett. Fett? So dick sind die doch gar nicht. Hole Nuss! Meine Güte! Halt einfach dein Maul! Was soll das? Mein lieber Jolly, was hat das denn zu bedeuten? Sieht so aus, als hätten sich die Schlimmfinger noch knapp mit acht Leuten angemeldet. Was? Wie gemein. Tut mir ja wirklich leid, aber in dieser Arena zählt nur ein... Ja! Und zwar das, was Dr. Neo sagt. Habt ihr kapiert? Ja! Ja! Wie gesagt, keine Regeln. Der Don hat's abgesegnet, Leute! Ich geb's auf. Jetzt wird sich zeigen, ob's die Menge macht oder nicht. Wird sicher eine schöne Schlägerei. Dieser Kampf wird grandios. Nicht weggucken, sonst entgeht Ihnen was. Freuen Sie sich auf Runde 2 im Halbfinale. Okay. Hauen wir die. Diesmal sind wir geheilt. Kann eigentlich nichts mehr schief gehen. So.
Was machen wir denn? Machen wir einfach... Ich könnte die mal analysieren, ne? Kann ich die drei Kerle alleine analysieren? Einzeln? Ich analysiere mal Bud. Kann ich schaffen. Ach ja, genau. Oder mit meiner Fähigkeit analysiere ich jetzt sowieso alle, ne? Weil das hochgelevelt ist. Genau. Jetzt sind alle analysiert. Und tatsächlich... Nee, warte mal. Ich weiß nicht genau. Bud? Ich weiß nicht, wie ich da durchschalten kann. Ramsi! Vielen, vielen Dank! Super, super nett von dir. Danke für die Spende. Kleines Goodie. Dankeschön. Das ist echt super cool. Freut mich sehr. Ich finde es echt cool, dass die solchen Standardgegnern aus dem Original hier dadurch ein bisschen mehr Tiefe verliehen haben, schreibt Metatron gerade. Ich kann mich ans Original kaum erinnern, deswegen keine Ahnung, aber grundsätzlich finde ich das immer gut. Und das machen ja JRPGs, finde ich, sowieso viel besser als westliche Spiele, dass man auch den Antagonisten mehr Persönlichkeit und mehr Screentime und mehr Wiedererkennungswert einräumt. Okay, keine Ahnung, ich glaube, die sind wirklich unterschiedlich gescannt, aber es ist hier ein bisschen schwer durchzuschalten. Ja genau, das sind verschiedene Gegner. Hauen wir sie einfach alle kaputt. Ich mach einfach mal ein Ende mit Schrecken. Ich glaube, das ist ziemlich neu, oder? Nur die Guten sterben, Junge. Bam. Ich glaube, wir sind ein bisschen paralysiert oder so. Ich gehört, das hatte ich gerade irgendeinen Statuseffekt oder ist es bei Ende mit Schrecken so, dass man sich danach lange nicht bewegen kann? Werde ich gleich nochmal testen. Weil dann muss man sich das gut überlegen, ob man ein Ende mit Schrecken überhaupt benutzen will. Nee, eigentlich habe ich keine Downtime, ne? Gut. Kann man nicht auch irgendwie ausweichen, rollen oder irgendwie sowas in der Art? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich wüsste nicht wie. Bring ich wieder die Spiele durcheinander. Egal. Geschafft haben wir es. Ein weiteres Mal haben sie triumphiert, obwohl sie nur zu zweit sind. Der Sieg geht an. Das schlagkräftigste Bärchen aller Zeiten. Team Cloud and Ares. Ist das Kampfsystem ähnlich wie Final Fantasy 15? Man kann es ein bisschen miteinander vergleichen, aber wenn ich das von 15 noch richtig in Erinnerung habe, war das schon viel automatischer noch. Hier drückt man Knöpfchen, statt sie zu halten. Was hast du erwartet? Aber ähnlich. Ich habe ihn schließlich massiert. Und außerdem, mein Freund, sind seine Hände das Morden gewohnt. Dann ist er ja hier in bester Gesellschaft. Jedenfalls sind wir beide im Finale. Wetten wir? Oh, du änderst dich wohl nie. Irgendwann verbrennst du dir noch die Finger. Na und? Dann reibst du sie mir halt einfach wieder gesund. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, verbrannte... So weit lass ich mich nicht noch mal herab. ...verbrannte Finger zu massieren. Ich glaube, da macht das nur schlimmer. Sag mal, Anjan, der Typ da ist richtig schnuckelig, oder? Total. Jetzt sind wir im Finale. Ja. Du siehst nicht besonders glücklich aus. Das wird wieder ein unfairer Kampf. Bestimmt kann man es auch auf Japanisch stellen. Aber nur noch ein einziger Kampf, Cloud. Dann haben wir es geschafft. Bestimmt könnte man die Sprache auch auf Japanisch stellen. Würde mich sehr wundern, wenn nicht. Aber es würde mich jetzt auch gerade interessieren. Nur so fürs Protokoll. Ja, Japanisch, Englisch, Französisch, Deutsch. Okay, setzen wir uns kurz auf die Bank. Vielleicht fallen wieder irgendwelche Stühle von der Decke. Und dann machen wir ein Stuhl-Imperium. Clouds Stuhl-Imperium.
die besten Stühle. Das Finale beginnt in von Kürze. Team Cloud Ares. Mir ist nichts besseres, mir ist kein besseres Slogan eingefallen. Manchmal denke ich mir so, okay, ich fange einfach mal an zu reden und hinten raus wird schon eine Pointe irgendwie draus werden. Aber meistens wird nicht mal ein richtiger Satz draus. Tja. Meinen größten Respekt, ihr habt ja wirklich was drauf. Jetzt kommt das Finale, seid ihr bereit? Das stimmt natürlich, das ist ein wichtiger Unterschied. In Final Fantasy XV spielt man tatsächlich nur, also abgesehen von den Bonus-Episoden, nur Prinz Noctus. Und hier kann man tatsächlich, und auf einem höheren Schwierigkeitsgrad nehme ich an, sollte man auch tatsächlich, die Charaktere durchschalten und mit jedem oder zumindest die Befehle von jedem Einzelnen auswählen. Das ist schon eher so ein bisschen vielleicht so ein klassisches JRPG-Gruppenkampf-Dingens. Und nicht so sehr, dass man spielt einen Charakter und die anderen sind auch dabei aus Final Fantasy XV. Das stimmt. Das ist schon ein Unterschied. Ich hab auf euch gewettet, Leute, also lasst mich nicht hängen. Verehrtes Publikum, wir haben sie lange genug auf die Folter gespannt. Der Corneo Cup geht in die entscheidende Runde. Ach, ich finde das schon klar. Und es wird krachen. Das können Sie mir glauben. Auch wir sind selbstverständlich untröstlich. Doch alles muss nun mal irgendwann zu Ende gehen, so leid es jetzt mir kein Last of Us oder sowas. Diese wunderbare Chance nutzen, um noch einmal richtig abzufeiern! Ja! Yeah! Als erstes, unsere Newcomer, die bislang jeden Gegner einfach so weggefegt hat. Das Pärchen, das unsere Herzen im Sturm erobert hat. Cloud und Ares, die Champions der bezaubernden Madamen. Ja! Wunderbar! Wunderbar! Ja! Yeah! Ihre Gegner haben bis dato bereits fünfmal siegreich. Sie hinterlassen für gewöhnlich nichts als Verwüstung. Wer Glück hat, landet im Krankenhaus. Und verpechert auf der Mülldeponie. Die hungrigen Killermaschinen von Chocobotan. Applaus für das sezierende Duo. Duo. Ach, weil die nicht lippensynchron sind. Ja, gut. Gleich zwei von denen gleichzeitig. Eine Leihgabe von Shinra. Ach, aber das ist nicht wahr. Eigentlich gut, oder? Vielleicht bei den Nebencharakteren nicht. Ich achte mal drauf. Wer wird sich das Preisgeld wohl sichern? Freuen Sie sich auf ein großes Finale voller Emotionen! Die Entscheidung des Corneo Cups! Frei! Naja. Ich glaube, ich scanne die mal, oder? Aber wahrscheinlich müssen wir die einfach wie alle Maschinen Blitz-Dings posen und dann haben wir es. Aber schauen wir mal. Analyse! Ja, blitzen und blitzen. Also einfach blitzen und dann wird das schon gut gehen. Der ist eh gleich schon wieder. Mein Gott, die sind aber, den habe ich jetzt aber schnell geschockt. Ich weiß gar nicht warum. Okay, die sind super easy. Meine Güte. Aerith, kannst du eigentlich auch blitzen? Nein, du kannst Eisen. Was ist denn eigentlich das da? Er zieht dem Gegner MP. Mach einfach Eis. Okay, erstmal haben wir auch schon. Oh nein, ich bin stumm. Habe ich irgendwas, das stumm heilt? Es gibt doch bestimmt ein kuriert Frosch. Was ist denn ein Frosch für ein Zustand? Werde ich da wirklich ein Frosch? Das wäre gut. Eigentlich hat jede Sprachversion die eigenen Lippenbewegungen. Also ich fand jetzt auch, wo ich drauf geachtet habe, die Lippenbewegung eigentlich perfekt. Stumm. Ich meine, mittlerweile machen das ja Engines sogar vollkommen automatisch, dass die Lippenbewegungen an den Synchronsprecher anpassen. Wenn man nicht gerade Face Capturing benutzt. Insofern. Müsste das schon hinhauen. Stromschlag.
nicht wie bei Genshin Impact, weil wir gerade wieder dabei sind. Da gibt es keine Lippensynchro in dem Sinne. Die Charaktere machen ab und zu bap 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 wie ein Fisch und die Synchronsprecher sagen einfach, was sie wollen. Beileid. Nanu, du bleibst erstaunlich ruhig. Ich dachte, ich könnte dich wüten und toben sehen. Hallo. Jede Münze hat eine zweite Seite. Man muss sie nur umdrehen. Hallo, Sister. Das macht's ja so interessant. Gilt aber nicht bei deinen gezinkten Talerchen. Mach's gut. Na dann, werde ich mal meinen Gewinn einstreichen. Das muss noch warten. Tut mir leid. Auf Befehl des Dons gibt es noch einen weiteren Kampf. Was? Gewinnt dein Team den, gehört das Preisgeld dir. Sag mal, Kleiner, willst du mich verarschen? Das würde ich niemals wagen. Sehr gut. Jetzt können wir tiefer helfen. Ja. Lass uns zurück zu Madame M gehen und das Kleid besorgen. Mhm. Ich unterbreche eure Feier ja nur ungern. Aber ihr werdet leider nochmal für mich kämpfen müssen. Wieso denn das? Ihr habt die Stimmung ordentlich angeheizt. Die Leute sind in ausgelassener Wettlaune. Sie setzen Unsummen auf eure Kämpfe. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Corneo sich diese Chance entgehen lässt. Soll heißen? Er wird euch einen letzten Gegner vorsetzen. Erst wenn ihr den besiegt, ist das Turnier gewonnen. Davon war keine Rede. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Dieser gierige Bastard, dieser... Was will man machen? Auf dem Wallmarkt hat nun mal Corneo das Sagen. Aber wenn ihr den nächsten Kampf gewinnt, bleibt selbst Corneo nichts anderes übrig, als euch zu Siegern zu erklären. Das Publikum macht das auch nicht ewig mit. Der Kampf ist der letzte? Das will ich doch hoffen. Was, jetzt kommt ein echter Kultgegner aus dem Original. Und da war nur ein normaler Random-Gegner. Dann bin ich gespannt. Also wenn ich an Final Fantasy und Kultgegner denke, fällt mir natürlich sofort ein Kakti ein. Die heißen Kakti, oder? Diese Kakteen-Dinger. Aber schauen wir mal. Cloud ist irgendwie ein bisschen grumpy, schreibt die Melanie. Ja, das ist seine Figur. Der ist einsilbig und emotionslos und knallhart. Aber in Wirklichkeit hat er ein weiches Herz. Der ist Sasuke, so ein bisschen. Nur eben Good Guy Sasuke. Nicht Bad Guy Sasuke. Kaktoa heißen die. Ah, Verzeihung. Also dann viel Glück. Füllt meine Taschen brav mit Geld. Oder Sasuke, wie er im Deutschen aus irgendeinem Grund heißt. Abgefahren! Ihr habt's echt drauf! Bin schon gespannt auf euren nächsten Kampf! Na, alles bereit? Ja! Wette hin oder her, ihr habt einen neuen Fan gewonnen und ich bin sicher nicht der Einzige. Ihr schafft das schon! Der hat mal eine Goldkette, ey. Nicht schlecht. Der, na, wenn schon Kette, dann richtig. Was für ein großartiges Spektakel dieser Kampf doch war. Ist doch so, oder nicht? Wäre doch echt ein Jammer, wenn der Spaß jetzt schon vorbei wäre. Zum Glück muss hier niemand enttäuscht nach Hause gehen, denn der fantastische Don beschert uns allen einen schönen Extrakampf. Am Start sind wieder alte Bekannte. Die Turteltäubchen, die diese Arena im Sturm erobert haben. Schienbeine angehauen auf Sturm vor dem Kampf. Aua. Cloud, hast du später schon was vor? So cool, so süß! Cloud, du bist der Geilste! Eris, bitte werd meine Frau! Moment, wenn du der Meinung bist, dass Cloud der Geilste ist, dann soll doch lieber er dein Mann werden, oder? Macht doch gar keinen Sinn, doch. Und selbige ist hier sicher gleich los!
Die geheimste Waffe des genialsten Gods. Begrüßen Sie mit uns das Herrscherhaus! Jetzt bin ich gespannt. Ein Häuschen. Ein Hexenhäuschen. Ein Knusperhäuschen. Ein einfaches Haus? Das würde mich schwer wundern. Ein böses Haus. Das einem Albtraum gleicht gegen das dynamische Duo. Einen solchen Kampf hat die Welt noch nicht gesehen, meine Damen und Herren! In der Tat, sowas hat es noch nie gegeben. Dieser Kampf wird in die Annalen der Geschichte eingehen. Aus Spannung werden sie von den Stühlen rutschen. Vorhang auf für das große Finale. Ring frei! Okay, das Höllenhaus. Höchst interessant. Ich muss den, glaube ich, mal scannen. Weil ich kann nicht wirklich einschätzen, wie ich gegen den jetzt kämpfen soll. Okay, Höllenhaus. Don Corneos Geheimwaffe. Ein Monster in Form eines Hauses. Niemand vermag zu sagen, wie es entstanden ist. Kann man dann in dem Monster auch wohnen? Also ich meine, ist das von innen auch ein Haus? Hat das Möbel oder so? Oder nicht? Hat das ein Gedärme? Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich könnte uns das fressen. Naja, wer weiß. Wirksam Eis. Ah, sehr gut. Sehr gut. Haben wir zufällig eingepackt. Kein besonders heimlicher Gegner darauf. Hier mit unserem unsagbaren Traumbar. Klaus und Eric, du Messer. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß die Steuerung wirklich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich überhaupt zum Beispiel Charaktere wechsle einfach. Das würde ich gern machen, ja. Aber ich habe meiner Meinung nach alle Tasten. Ah, Steuerkreuz. Sehr gut. Okay, jetzt aber mal. Jetzt fangen wir mal ernsthaft an hier. Eis haben wir jetzt mit Cloud ausgerechnet nicht. Mach einfach Blitz. Und Aerith macht währenddessen Eis. Fundament des Schönhauses gerüttelt. Jetzt muss das Dream-Team die Chance aber auch nutzen. Schock! Sehr gut. Unglaublich! Draufhauen. Oh. Zweite Höllenhausrunde. Warte. It's a trap. Das war aber ganz schön schnell vorbei. Es fängt echt an. Ist das jetzt ein Monster oder ein Roboter? Beides irgendwie, nein. Achtung! Aber gleich können wir beschwören. Dann... wird's cool. Aber irgendwie funktioniert Blitz auch recht gut, habe ich gesagt. Guckt euch das an. Oh yeah, beschwören. Aber wir brauchen... Ah ja, genau, stimmt. Ich habe jetzt Schokomoppel ausgerüstet. Haha, coolio. Aber das brauche ich... Ah, jetzt geht's. Perfekt. Los geht's. Schokomoppel aktiviert. Beste Beschwörung ever. Wir kommentieren das sogar. Das ist ja echt mal nice für mich. Im Kampf bereit. Sehr schön. Oder gibt es heute Brat-Chocobo für das Höllenhäuschen? Die reden echt drüber, wen ich hier beschwört habe. Jetzt würde ich echt gern natürlich die anderen auch beschwören, aber man kann nicht alles haben, schätze ich. Aber finde ich sehr cool. Machen wir mal große Bombe.
auf das Höllenhaus. Autsch! Selbst einen starken Mann wie Cloud haut so ein fetter Treffer aus dem Socken. Die hat sogar Physik, die Bombe. Ich finde das schon sehr lustig. Nein, keine Sorge, dem kann nichts passieren, dem Chocomoppel. Der ist so eine Art Gott quasi. Dem passiert nichts. Aber jetzt machen wir Kabums. Und Limit. Los geht's. Stuffs, danke fürs Abonnieren. Hi, danke, dass du, schön, dass du mit dabei bist, wollte ich sagen. Ich bin gerade noch voll in der Action, kann nicht reden. Irgendwelche letzten Worte? Und sie kann auch gleich ihren Limit machen. Was kann sie denn? Füg einer dritten Einheit zur ATP-Leiste hinzu, der höhe vorübergehend die Füllrate. Oh, meine Blöde. Schokomoppel, wirf noch mal eine große Bombe, bevor du gehen musst. Ein unglaublicher Spezialangriff von Höllenhaus! Wir brauchen echt mal Heilung, habe ich das gemacht. So, Eis, Blitz. Ah, zumindest ist das Schutzschild jetzt weg, aber trotzdem ist das Ding noch so gut wie unzerstörbar mit konventionellen Waffen. Vielleicht sollte ich nochmal scannen, vielleicht ist die Phase was anderes oder so. Kann ich jetzt eigentlich noch einen Esper beschwören? Nee, die Leiste ist weg. Schade. Ich hätte gehofft, wir können jetzt vielleicht noch einen anderen dazu holen. Ich glaube, ich scanne jetzt wirklich nochmal. Ich mache nochmal eine Analyse, ob das Höllenhaus in der Phase andere Werte hat. Aber ich glaube nicht, nee. Keine Schwachstellen. Ach, keine Schwachstellen mehr. Hat sich doch was verändert. Na dann. Ich glaube, ich wurde gerade vom Haus getroffen. David. Halb so wild. Mehr drauf zaubern. Das Höllenhaus schluckt die Magie einfach. Ist jetzt auch gegen Magie immun oder wie? Weil dann mache ich einfach mal. Ja, er hat gerade irgendwas mit magieabsorbierenden Eigenheim oder sowas gesagt, ne? Der Sprecher gibt mir Tipps, das ist nett. Dann mache ich einfach mal meinen Wutangriff. Gegen was ist denn der bitte nicht immun? Ist die Frage. Cloud, wir sterben gleich. Wenn wir nicht aufpassen. Jetzt wird abgerechnet. Bist du gerade in die Tribüne gesprungen? Das kann ja nicht gesund sein für die Zuschauer, oder? Auf ein neues. Aerith. Du kannst gar nicht heilen, doch du kannst so heilen, ne? Ich glaube schon. Angriffsmagie innerhalb des Feldes wird automatisch zweimal gewirkt. Ach so. Ach so. War natürlich auch nicht schlecht. Hätte ich früher mal machen sollen. Schluss aus! Rausverkauf! Stühle zum halben Preis! Ein absolut unvorhersehbarer Zug! Wie werden Cloud und Aerith auf diesen hölzernen Niederschlag reagieren? Genau, wir haben dadurch, dass wir technische Probleme hatten, gerade erst angefangen. Also geht's heute bis 10. Also schon noch ein bisschen. Mann, dieser Angriff hat ja die ganze
der in dem Kreis. Ich hoffe, dass das nicht für ihn auch zählt. Und ich hab genug. Ja, ich auch, aber was sollen wir machen? Irgendwelche letzten Worte? Fürsorgliche Verachtung durch die schnuckelige Harris. Ein heilsamer Duft zieht durch die Arena. Der heilt nicht nur Körper, sondern auch Seele. Blöd. Jetzt komme ich wieder raus, oder? Achso. Ich war gerade verwirrt, weil eigentlich Cloud noch im Haus war und plötzlich ist er nicht mehr im Haus. Hochspannung! Es fliegt! Hat man sowas schon gesehen? Das nenne ich Architektur der Spitzenklasse! Ich überhaupt? Ja, ich glaube schon. Finale? Ich hoffe, das ist nicht wie bei Pokémon. Zum Glück nicht. So ein Angriff ist schwer zu verkraften. Das ist wirklich krass, das Haus. Sollen wir dem Haus mal eine gewisse Menge MP entziehen? Eventuell kann es dann nicht mehr den ganzen crazy Shit machen dauernd. Ich glaube, das hat tatsächlich ganz gut funktioniert, ne? Mit dem MP entziehen. Jetzt passt mal auf. Aerith, lad bitte mal deine Leiste auf. Noch ein bisschen. Okay, jetzt passt auf. Verdammt, Schmerzhaft! Ein heftiger Schlag für Team Cloud und Aerith! Jetzt wird abgerechnet. Okay, der rechte Arm ist zerstört. Das muss doch gut sein, oder? Cloud, deine Lebensenergie gefällt mir gar nicht. So geht das nicht weiter hier. Ah, der war noch gar nicht kaputt. Jetzt ist er kaputt. Ah, okay, gut. Dann jetzt aber schnell. Cloud und Aerith sind ein Herz und eine Seele. Ihre Verteidigung ist lückenlos. Na also. Jetzt ist das Haus besiegt. Die Arme waren die Schwachstelle von Anfang an. Okay, Afterparty.
Ich muss schon sagen, das Haus war im Vergleich zu allen anderen Arena-Kämpfen jetzt echt ein ganz anderes Kaliber. Und bis jetzt auch mit Abstand der schwerste Kampf. Gut, am Anfang habe ich auch noch auf leicht gespielt. Ich habe den Schwierigkeitsgrad mittlerweile hochgestellt. Also auf klassisch quasi am Anfang. Aber trotzdem habe ich ja schon eine ganze Weile. Das ist schon ein harter Gegner gewesen. Stimmt's? Random NPC? Ihr wart einfach unglaublich. Krieg ich später ein Autogramm? Bitte, bitte. Theoretisch könntest du jetzt eins haben. Ich glaube, diese Mechanik gibt's im Spiel nicht, leider. Tut mir leid. Das haben die nicht gecodet. Was bist du? Mit dieser explosiven Überraschung im Haus wird sich jeder Dieb zweimal überlegen, ob er bei euch einbricht. Bum-Bumchen. Putzig aussehendes Plüschtier. Das ist aus irgendeinem Grund explodiert. Und noch eine andere Variation. Die lagen gerade schon in der Arena rum, ne? Hat die das Haus eigentlich gemacht, diese Explosionsdinger? Weiß ich gar nicht. Mit dem DLC auf der PS5 gibt es... Ich weiß, das habe ich mitbekommen, ne? Dass es bald, oder was heißt bald, aber mit dem ersten DLC dann auch den Classic-Modus auf Normal gibt. Was ich von Anfang an echt cool gefunden hätte. Aber bis der mal kommt, brauche ich ihn auch nicht mehr. Naja, so ist es immer. Ich weiß nicht, ich kaufe mal zwei davon. Einfach mal zum Testen und davon eins. Aber nur mal, um zu gucken. Todala. Auf leicht kämpfen die Figuren dann automatisch, oder? Genau, also der Modus heißt klassisch. Und dann kämpfen die Figuren quasi von allein und blocken auf und alles. Man muss nichts mehr machen, außer die Kommandos wählen. Diese Zauber- und Spezialfähigkeiten. Die wählt man dann selbst noch per Hand. Alles andere passiert dann automatisch. Da seid ihr ja. Ich hab euch schon gesucht. Ich soll euch eine Nachricht von Madame M überbringen. Gut gemacht. Kommt bei Gelegenheit in meinem Salon vorbei. Lässt sie ausrichten. Übrigens, hättet ihr Interesse daran, demnächst wieder im Kolosseum zu kämpfen? So große Turniere wie das von heute sind selten, aber kleinere Kämpfe gibt es ständig. Ich finde das Charakterdesign von dem Spiel so irre. Also das ist mir schon in Final Fantasy XV aufgefallen, aber hier finde ich es fast noch extremer, dass wirklich die Figuren teilweise so krass unterschiedlich designt sind. Hier läuft halt Cloud rum, der voll der Anime-Charakter ist, und mir gegenüber steht irgendwie ein total weirder Cowboy mit einer Goldkette und im Hintergrund sitzen so ganz normale Leute, wie man sie in der echten Welt auch sehen könnte. Und alles ist irgendwie so durcheinander gewürfelt zu irgendeinem komischen Stilbrei, aber hat irgendwie auch was. Okay, im Kolosseum werden jeden Tag und Nacht heftige Kämpfe ausgefochten. Wenn du dich in einem neuen Match beweisen willst, geh ins Untergeschoss und sprich dort mit dem Wärter. Während des Kampfes im Kolosseum ist die Benutzung von Gegenständen untersagt. Jedoch werden TP und MP nach jedem Kampf in geringem Maße wiederhergestellt. Ist das so ein Ausdauerdingens? Stehlen ist wirkungslos. Naja, gut. Okay, der macht mir immer wieder die Karte aus und dann bin ich verwirrt und weiß nicht, ob ich gerade in einer Cutscene bin oder nicht. Mir ist auch, wenn man hier so durch die Stadt läuft, ist mir persönlich die Kamera klebt mir zu nah an Cloud. Da habe ich immer Schwierigkeiten mit der Orientierung. Ich würde gern weiter rauszoomen können. Aber ja, das sind Kleinigkeiten. Schauen wir mal. Ich hoffe, ich finde den Weg wieder zu Madame M. Die Stadt hier ist schon ein bisschen verwirrend. Also dieser Bezirk hier. Okay, da sind wir. Bis jetzt der verwirrendste Bezirk, finde ich. Die anderen, da habe ich sogar schon so eine kleine Map in meinem Kopf gehabt, aber hier ist alles irgendwie... geht alles drunter und drüber. Ah, ihr seid's. Das Kleid habe ich vorbereitet. Aber vorher würde ich kurz noch gern was klären.
Hab gehört, dass du dieser Alleskönner bist. Im Sektor 5 hast du ja anscheinend schon ganz eindrucksvoll deinen Mann gestanden. Hi, T-Bone, hallo. Packst wohl gerne fest an, was? Es heißt nicht umsonst, ohne Schweiß kein Preis. Je mehr Leuten du hilfst, desto lukrativer wird das für dich werden. Ich freue mich auch. Harris werde ich ein Kleid zur Verfügung stellen, das seinesgleichen sucht. Mach dich auf was gefasst. Aber Zeit ist Geld. Genug geplaudert. Das Kleid ist eine Leihgabe. Damit dürft ihr den Weihmarkt nicht verlassen. Seid ihr soweit? Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Gut Ding will bekanntlich Weile haben. Das gilt beim Ankleiden ganz besonders. Mal sehen. Was machen wir mit dir in der Zwischenzeit? Bis zum Weihmarkt hast du es zwar geschafft, aber so richtig amüsiert hast du dich hier anscheinend noch nicht, hm? Kein Bedarf. Du bist doch sonst auch nicht verlegen, wenn es um Körpereinsatz geht. Wäre doch schade, die Leute auf dem Weihmarkt um die verlässlichen Dienste des Alleskönners zu bringen. Oder etwa nicht? Momentan kann ich dir diese Aufträge vermitteln. Ich hab dir dein Händchen so schön massiert. Nebenquests. Jetzt kannst du ganz doll anpacken, bis du Schwielen dran hast. Also dann, folge mir bitte, Eris. Wie das Kleid wohl aussieht? Bin mal gespannt. Mit einem Kleid allein ist es nicht getan. Nein, nein. Dein dilettantisches Make-up und die Frisur werden wir auch einer Frischzellenkur unterziehen. Wow! Gut, Cloud. Bis später. Es wird nicht gespannt. Okay, Madame M ist so super weird. Aber gut, wir haben jetzt scheinbar ein paar Nebenquests, um uns die Zeit zu vertreiben. Ich guck mal. Wie kann man gleich nochmal gucken? Hier ist die Map. Hier ist jetzt die Hauptquest. Wir könnten jetzt, glaube ich, sofort wahrscheinlich wieder reingehen und die Hauptquest machen. Aber erledigen wir ruhig ein paar Nebenquests. Warum denn nicht? Wenn sich zwei streiten. Na dann. Los geht's. Ja? Weil wenn sich da wirklich zwei streiten, sind wir vielleicht der sprichwörtliche Dritte. Ach, guck mal. Die kennen wir doch. Sogar eine Nachricht hinterlassen. Da geht die Racheengel-Quest weiter. Ich bin mir immer noch sicher, dass die alte Frau der Racheengel ist. Racheengel Dieser Söldner, von dem alle schwärmen, bist du? Nein. Du kommst gerade wie gerufen. Irgendwelche dreckigen Mistkerle haben eine Lieferung Güter für den Helmchenhof in den Slums von Sektor 5 gestohlen. Das war der berüchtigte Meisterdieb, der Racheengel des Slums von Sektor 5. Dass der Racheengel nur von den Reichen nimmt, war nichts als Strategie, mit den Diebstählen durchzukommen. Er hat sogar eine Nachricht hinterlassen. Danke für die Waren. MFG, Rocheengel des Slums. Der Rocheengel. Klar doch. Der Rocheengel? Der Racheengel wird wohl noch seinen eigenen Namen schreiben können. Kapiert? Ich hab doch gesagt. Ich habe gesehen, wie hier drei komische Gestalten äußerst verdächtig durch die Gegend geschlichen sind. Wenn du dir so sicher bist, dann bring die drei her. Beweis mir, dass der Racheengel des Slums nichts damit zu tun hat. Kann ich auf dich zählen? Ich brauche deine Hilfe. Wir müssen die Unschuld des Racheengels beweisen. Der Racheengel nimmt nämlich nur von den Reichen. Er würde nie die Armen bestehlen. Finde dieses Verbrechertrio und bring es her. Ich habe gesehen, wie die drei zur eingestürzten Schnellstraße am Immergrünpark geflohen sind. Okay. Wir müssen den guten Ruf des Rocheengels wiederherstellen. Ich frage mich, ob das im Original ein Wortwitz ist mit diesen vertauschten Buchstaben. Oder ob das da auch einfach nur halt, ne, Schreibfehler ist, so von wegen Amateure, Stümper, Scharlatane, Trüger, Doof, Balzen, Nasen. Lauf ich irgendwie auch nur ansatzweise richtig? Ja, tatsächlich. Okay, gut, dann weiter.
müssen wir uns hier durch einen Dungeon kämpfen, vielleicht sogar. Ach, wir sind am Spielplatz hier wieder. Ist das der Spielplatz? Ich denke schon. Verrückt. Na dann. Die Engel des Slums haben zugeschlagen. Ah, die Rocheengel. Na, wen haben wir denn da? Ich stell mich einfach tot! Totstellen! Du Idiot! Dafür ist es zu spät! Bist du hier, um dir noch eine Trachtprügel abzuholen? Komm raus! Gib Arbeit, Kleiner! An Team Rocket muss ich auch immer denken, wenn das von der. Das ist unser neuer Bodyguard! Den Kleinen haben wir im Kolosseum aufgegabelt! Jetzt zahlen wir dir jeden blauen Fleck doppelt und dreifach zurück. Doppelt und dreifach, aber ich bin doch so schlecht im Rechnen. Was? Ach, vergiss es. Schlag einfach immer Feste zu, Mann. Den eigenen Kane haben die auch. Eine Wrestling-Referenz. Eine alte Wrestling-Referenz. Versteht wahrscheinlich keiner. Deswegen sage ich es dazu. So, lala. Ich würde gerne. Ach so. Wir blitzen. Ich würde gerne El Gigante scannen. Ist das der gleiche aus Resident Evil 4? Oder verwandt vielleicht? Wer weiß. Dieser Schläger wurde von Becks Räuberbande angeheuert. Seinen gewaltigen Körperbau macht er sich im Kampf zunutze und teilt so wuchtige Schläge aus. Er bevorzugt es, sportlich und fair zu kämpfen. Wir kämpfen mit unserem Schwert gegen ihn. Das ist nicht sehr sportlich, finde ich. Aber gut. Er bevorzugt es, sportlich und fair zu kämpfen und verhält sich immer ehrenhaft, ganz egal, ob er gewinnt oder verliert. Ja, das ist doch sympathisch. So, und er mag kein Feuer, wie die meisten organischen Wesen. Feuer schon gehen an. Ist das noch sportlich? Der Feind ist geschwächt. Nee, komm, machen wir noch Ende mit Schrecken zum Schluss als Finale. Ihr kommt jetzt mit. Tja, so viel dazu. Kane, der Wrestler, war seiner Story nach auch verwundbar gegen Feuer. Die drei stecken hinter dem Racheengel? Oh Mann, ist das ein Dummkopf! Wir sind Racheengel, nicht Racheengel! Halt's Maul, du Idiot! Sieh dir die Kerle doch an. Denkst du echt, die könnten hinter den Fuß des schönen und intelligenten Racheengels stecken? Nein, das sind drei Kleinkriminelle, die sich hier in der Gegend eingenistet haben. Tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Besser spät als nie. Und jetzt sorgt dafür, dass diese Deppen ihre gerechte Strafe bekommen. Jawohl. Na los, kommt mit. Hey, nicht so ruppig. Bisschen Respekt, wenn ich bitten darf. Ja, genau, Riff. Respekt? Und was ist mit den Gütern? Wenn du willst, helfe ich dir beim Tragen. Nicht nötig. Das schaffe ich alleine. Ich kenne den Weg im Schlaf. Mach dir keine Sorgen. Der Racheengel hat zugeschlagen. Mir wurde eine Lieferung für Don Corneo gestohlen. Ich verabschiede mich dann mal. Ohne dich hätte der Racheengel alt ausgesehen. Ja, sie ist so offensichtlich, der Racheengel. Mit bestem Dank, der schöne und edle Racheengel der Slums. Hat mich wohl ungewollt zum Komplizen gemacht. Na dann. Krass, wie realistisch einige Stoffe aussehen. Ja, ja, das stimmt. Aber grundsätzlich, gerade so Metalle, aber eben auch verschiedene Stoffe, können mittlerweile in manchen Engines schon verdammt realistisch dargestellt werden. Das ist echt cool.
Wie findest du eigentlich die deutsche Synchronisation? Ich finde die von den Hauptfiguren eigentlich in Ordnung. Bei den Nebenfiguren durchwachsen. Da sind manche schon dabei, die halt, die waren nicht so motiviert beim Einsprechen, hat man das Gefühl. Oh, was ist denn hier los? Wo wir gerade bei Wrestling waren. Ein neues Gesicht. Was will die Bohnenstange denn hier? Tja, Kane, muss ich ganz kurz noch erklären, wegen Schwäche gegen Feuer, falls ihr nicht wisst, was ich meine, war nämlich der kleine Bruder vom Undertaker. Den kennt man wahrscheinlich auch, wenn man Wrestling früher nicht geguckt hat, so, oder? Der ist bekannt. Also von der Story her, nicht in Wirklichkeit. Und der Undertaker hat als Kind das Haus ihrer Eltern angezündet und dabei ist Kane schwer verbrannt und tot geglaubt, bis er dann plötzlich eben wiederkommt und maskiert und verbrannt ist. Und dann hat er ein Trauma, ein Feuertrauma, Angst gegen Feuer, seine einzige Schwäche. Ansonsten ist er eine unzerstörbare Zerstörungsmaschine. Und irgendwie ein paar Jahre später hat er dann irgendwie mit nacktem Oberkörper gekämpft und war dann gar nicht mehr so verbrannt, wie seine ursprüngliche Story impliziert hat. Aber so ist das eben. Cloud, willkommen im Fitnessstudio Mann, oh Mann. Ich hab dich schon erwartet. Ich bin Jinan, der Trainer. Tut mir leid, dich gleich damit zu überfallen, aber würdest du dich mit unseren Mitgliedern messen? Ernsthaft, Chef? Dem halben Hemdchen geht doch sicher sofort die Puste aus. Das sollten wir auf einen Versuch ankommen lassen. Oder, Cloud? Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich denke, Lust, ich bin bereit. Auf einen Wettkampf bekommen? Anfänger, Forscher, Profi. Ja, los geht's. Du willst dich mit einem Muskelpaket wie mir anlegen? Bist du dir wirklich sicher? Was wirst du bereuen, du Hungerhaken? Schluss mit dem Geschwätz. Der Wettkampf wird mit Kniebeugen entschieden. So ist das hier Brauch. Also, auf los geht's los. Ich muss heute auch noch Kniebeugen machen. Bist du bereit? Ich mache gerade die One-Punch-Man-Challenge. Ich mache jeden Tag 100 Liegestützen, 100 Kniebeugen, 100 Sit-Ups, 10 Kilometer Laufen. Mache ich nicht wirklich, aber 20 Kilometer Radfahren dafür. Ich habe es ein bisschen abgeändert. Seit 100 Tage will ich es durchziehen. 6 Tage habe ich es bis jetzt erfolgreich durchgezogen. Naja, sind ja nur noch 94. Easy peasy. Aber heute muss ich noch ein bisschen was machen. Ich bin noch nicht fertig für heute. Machen wir gleich mal Kniebeugen. Also, ich muss abwechselnd einfach nur die Tasten drücken, sonst nix. Orientier dich an dem Hilfssymbol, richtiges Timing. Werden wir schon hinkriegen. Ich immer mit meiner Abneigung dagegen, Tutorials zu lesen. Und dann weiß ich wieder nicht, was los ist. Der hat genau eine Kniebeuge geschafft, mein Gegner. Das sieht gut aus. Jetzt den Job machen. Weiter so. T-Bone, danke für die Bits. Super nett von dir. Das Bitglas wird wieder gefüllt ein bisschen. Ist Cloud eigentlich ein Roboter? Ist irgendwas passiert in der Schwarzblende? Sind wir jetzt ein Roboter geworden? Weiter so. Das sieht gut aus. Weiter. Aber dir ist bewusst, dass dir dann die Haare ausfallen, oder? Ja, das stimmt. Damit muss ich leben wahrscheinlich dann. Wie schnell darf ich eigentlich drücken? Ah, jetzt bin ich zu schnell geworden. Okay. Ich wollte es nochmal testen, weil der hat eh keine Chance mehr gegen uns. Das war abzusehen. Wieso? Wie konnte ich bloß gegen so eine halbe Portion verlieren? Bei Muskeln geht es nicht um Masse, sondern Klasse, mein Freund. Man darf Gegner nicht nur nach ihrem Äußeren beurteilen. Hochmut kommt immer vor dem Fall. Schreibt euch das hinter die Ohren. Danke, dass du mir bei dieser Lektion geholfen hast, Cloud. Und entschuldige die Umstände. Cloud,
Wir sind hier eine große Familie. Und du bist nun ein Teil davon. Schau jederzeit rein, wenn dir nach Punkten zumute ist. Machen wir. Gemeinsam werden wir dich richtig in Form bringen. Ich, ehrlich gesagt, nach dem Minispiel gerade zweifle ich daran. Ich sollte langsam zurück. Weil, glaub mir, ich glaube, ich hätte ihn in wahren Leben mit meinem dicken, untrainierten Körper besiegt gerade. Wie viel Kniebeugen? Der hat in einer Minute 17 Kniebeugen gemacht oder so und ist dabei 5-mal umgefallen. Ich glaube, meine Oma hätte gegen den gewonnen im Kniebeugen-Kampf. Machen wir noch eine Runde. Wenn dir wieder nach einem Training zumute ist, sprich einfach mit Santos oder Zenva. Okay, Santos oder Zenva. Ich schätze, du bist einer davon. Alles klar, dann lass uns loslegen. Los geht's. Noch kannst du kneifen. Mich hätte er geschlagen, schreibt Merlin. Naja, ich weiß nicht. Okay. Trauma. Das sieht gut aus. Jetzt nicht schnapp machen. Weiter so. Das sieht los. Los. Ups. Nochmal. Ups. Jetzt habe ich in den Chat geguckt. Form vollendet. Jetzt nicht schlapp machen. Weiter so. Das schafft das. Ach so. Eine neue Mechanik. Jetzt nicht schlapp machen. Das sieht gut aus. Los. Jetzt kommt's drauf an. Das sieht gut aus. Jetzt nicht schlapp machen. Form vollendet. Das, ja. Der Schweiß muss riesen. Weiter so. Jetzt nicht schlapp machen. Weiter so. Das sieht gut aus. Ihr macht das beide super. Form vollendet. Jetzt nicht schlapp machen. Das sieht gut aus. Trauma. Weiter so. Ja, der Schweiß muss fließen. Das sieht gut aus. Form vollendet. Trauma. Das war schon schwer. Nein. Na dann. Das darf doch nicht wahr sein. Du hast mich besiegt. Du bist unglaublich gut in Form. Und klar. Dass immer nur ihr den Spaß habt, ist nicht fair. Traust du dir eine Runde gegen mich zu, Cloud? Oh. Fitty McFittington. Herr, aber der sieht so aus wie ein Wrestler. Sein ganzes Outfit. Es ist einfach... Alles an ihm schreit Wrestler. Der ist eher so ein Highflyer, glaube ich. Willst du dich messen? Ja, hier, einer von den Hardy Boys. Ich weiß nicht, wer ist, aber einer von den Hardy Boys früher sieht er aus, so ein bisschen. Werd mich nicht zurückhalten. Okay, ich mich auch nicht, aber das muss nichts heißen. Die Musik erinnert mich ein bisschen an Fall Guys. Komm schon, Chef! Muskeln sind wunderschön. All diese Muskeln perfekt. Ein Wettkampf auf aller Höhe. Ich bin beeindruckt. Ja. Eins, zwei, wunderschön. Komm schon, Chef. Ein Wettkampf auf aller Höhe. Was für wunderschön. Wir lieben dich, Chef. Wie all diese Muskeln. Ich bin beeindruckt. Ein Wettkampf auf aller Höhe. Was für wunderschön. Ich kann die Muskeln förmlich kurbeln hören. Einfach perfekt. Komm schon! Man darf am Schluss echt sehr schnell drücken. Cool. Jetzt verstehe ich erst, wie es funktioniert. Aber Hauptsache keine Tutorials lesen. Oh nein, ich hätte wiederholt drücken müssen. Ich wollte den ultimativen Kniebeugen-Weltrekord aufstellen. Und diese Hybris, die hat mir jetzt den Sieg gekostet. Nee, der holt mich nicht mehr ein. Trotzdem schade. Ich wollte Flawless machen. 50, Hauptsache wir schaffen noch 50. Ich bin beeindruckt.
keine große Sache. Probier doch mal das One-Punch-Man-Training. Das ist am Anfang mörderisch und dann irgendwann... Ja, mache ich ja. Sag ich ja. Das mache ich jetzt seit 6 Tagen. Wirklich, ganz ernsthaft. Und versuch's wirklich ganz ernsthaft 100 Tage durchzuziehen. Ich hatte ja keine Ahnung, wie stark du wirklich bist. Es wird jetzt schon leichter nach gerade mal 6 Tagen. Alle mal hergehört. Es ist noch Spielraum nach oben, Leute. Also, ran an die Hantel. Geht klar, Chef. Genau, 100 von allem. Die ersten 3 Tage dachte ich, ich sterbe sofort. Ich konnte nicht mehr gehen. Ich konnte nicht mal mehr sitzen. Aber das ging dann sehr schnell, dass es echt irgendwie leichter wurde. Jetzt tut mir eigentlich nichts mehr weh. Das stimmt eigentlich. Heute war der erste Tag jetzt, wo mir nicht mehr alles wehgetan hat. Vor allem die Beine. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Gibt's eine neue VR-Mission? Wahrscheinlich nicht. Nee. Schade. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Was ist los? Na gut, das war's schon mit den Nebenquests. Nur kurz und schmerzlos hier. Ja. Dann schauen wir mal, ob die schon fertig sind. Hey, hey, Champion! Oh, oh. Madame M. lässt dir ausrichten, dass Aris noch eine ganze Weile brauchen wird, um sich umzuziehen. Dürfte ich dich in der Zwischenzeit vielleicht um einen klitzekleinen Gefallen bitten? Ob du es glaubst oder nicht, das Kolosseum läuft fast über vor Leuten, die dich noch mal kämpfen sehen wollen. Was sagst du, Champ? Wir können deine Fans doch nicht enttäuschen, oder? Also, ich erwarte dich im Kolosseum. Soll ich da jetzt? Ja, okay, von mir aus. Dann gehen wir noch ins Kolosseum. Aber dann ist Schluss. Ja, ja. Ja, ja, der glaubt mir nicht, dass dann Schluss ist. Naja, schauen wir mal. Ich bin mir auch nicht sicher. Wenn dann noch eine Nebenquest aufploppt, machen wir die wahrscheinlich auch noch. Let's go! Champion. Ja, da bin ich wohl. Ich schätze mal Sondermatch, oder? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ist proppenvoll da drin. Heiz ihn richtig ein. Wir zählen auf dich. Statt auf mich zu zählen, könntet ihr mich gut bezahlen. Das wäre mir lieber in dem Fall. Werte Zuschauer, und nun der Kampf, auf den Sie alle gewartet haben. Champ Cloud gegen Sams Kampfroboter. Kampfroboter. Neuer Kampf, neues Glück. Ist die Klinge unseres Champions immer noch so scharf wie früher? Und los. Ich meine, sehr scharf sehen seine Schwerter eigentlich nie aus. Das sind eher große Knüppel, habe ich das Gefühl, oder? Aber jetzt sind wir hier voll alleine, ohne Aerith. Ist das nicht irgendwie gemein? Also können wir... Das war sehr gut. So, blitzen wir ihn in Schock. Und hauen wir ihn kaputt. Killer-Kombo. Wie wär's mit Impulsiv? Unser Champion Cloud. Sieht wirklich nicht sehr scharf aus. Aber man weiß es nicht, ne? Sams Kampfroboter zerschlagen, zerstört aber, und reif für den Schrott. Ihr große Knüppel, glaube ich. Madame M, Nanu, müsstest du nicht irgendwie in der Umkleide mit Aerith sein? Ach, dein Anteil, den hast du dir verdient. Madame M,
Wo ist Aris? Ah. Sie macht sich immer noch die Haare. Da dachte ich mir, dass ich noch Zeit für ein kleines Kämpfchen habe. Ich liebe es, zuzusehen, wie Sams Spielzeuge kaputt gemacht werden. Davon kriege ich einfach nicht genug. Bin nicht überrascht. Deine Hände sind so stark geworden. Mit so starken Händen kannst du der ein oder anderen holden Dame sicher ein guter Beschützer sein. Das war ich doch immer schon. Aris dürfte langsam auch so weit sein. Ich werde mich schon mal zurückziehen und im Geschäft warten. Komm, wenn du fertig bist. Ja, aber wenn es jetzt mehr Kämpfe gibt, machen wir die. Ausgezeichnet, da bist du ja. Hier, such dir einen Gegner aus. Ach so, aber das sind jetzt hier so... Aber da könnte ich jetzt quasi auch wiederkommen, wenn mein Team wieder voll ist, oder? Eine Reihe von wilden Haustieren. Gegenstände dürfen nicht... Teilnehmer einer, na, weiß ich jetzt nicht. Ja, komm, machen wir einfach. Auf einfach, okay. Okay. Das war abzusehen. Achso, es gibt extra für verschiedene Gruppenzusammenstellungen Kämpfe. Das macht Sinn. Okay, ich verstehe. Aber jetzt haben wir ein Problem. Los! Mach dich bereit. Ich bin bereit, du bist nicht bereit, Spiel. Mit deinem Ladebildschirm. Was machst du? Bring mir Fitter uns. Feuer! Alles geht. Gewonnen! Okay. Wie viele Runden kommt denn da jetzt eigentlich? Geht das so lange, bis ich sterbe? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, man kann gewinnen, oder? Ich glaube fest daran. Weiter geht's. Sing die Funky Problem. Oh oh, Luftmonster. Stromschlag. Damn it. Kann man nochmal anvisieren, genau so. Okay, das ist gut. Das ist gut. Komm schnell jetzt. Perfekt. Bei dem musst du Aero machen. Okay, gut. Aber Blitz hat's auch getan. Also hat geholfen. Na dann. Das war der Boss quasi. Naja, von mir aus. Mit den Schriften zum ultimativen Mysterium kannst du dein Limit auf Stufe 2 erhöhen. Oh. Limits auf Stufe 2 sind zwar stärker, benötigen jedoch auch länger, um die Limitleiste aufzuladen. Im Hauptmenü kannst du unter Kampfeinstellungen Limits die Limits auswählen, die du im Kampf verwenden möchtest. Nice. Das machen wir. Ich finde nämlich unser Limit, das wir aktuell haben, ein bisschen... Bisschen lame, muss ich sagen. Komm gerne wieder vorbei. Da habe ich lieber eins, das länger aufladet, aber dafür ein echter Finisher ist. So, wo mache ich das unter Kampfeinstellungen? Cloud nehme ich an. Nee, doch. Limit. Schleuder deinen Gegner mit dem Schwert in die Luft und versetze ihm dann mehrere verheerende Schläge. Schockpotenzial groß. Ja, nehmen wir.
Moment mal, gilt das nur für Cloud? Oder auch für andere? Nee, Barrett nicht. Tifa auch nicht. Aerith auch nicht. Die müssen wahrscheinlich selber noch ihren Zeug lernen dann. Na dann, gehen wir jetzt aber wirklich zurück. Echt super, dass die eigentlich das gesamte Skill-System aus dem Original ohne Abstriche hier eingebaut haben, schreibt Metatron. Also, ich, wie gesagt, das Original kenne ich jetzt nicht so gut, aber wenn das so ist, wie du beschreibst, ist das schon super natürlich. Ich finde sowieso so Remakes, kann man natürlich machen, ist cool grundsätzlich, wenn man so alte Spiele nochmal remake, weil die halt teilweise einfach wirklich damals unter ihren technischen Limitationen gelitten haben. Gerade bei wirklich alten, so frühen 3D-Spielen oder so macht das, finde ich, total Sinn, dass man die remaket. Und es ist nicht nur so Geldhascherei. Also bei Filmen zum Beispiel finde ich die Remakes meistens unnötig und auch schlechter. Aber bei Spielen macht es halt einfach Sinn, weil die früher halt einfach limitiert waren oft. Aber ich finde es immer wichtig, dass die das Original erstens vollumfänglich einfangen und vielleicht sogar noch ausbauen oder übertreffen dann. Dann ist es optimal. Nicht, also, ne, also, ich finde es immer problematisch, wenn Sachen umgeschrieben oder stark verändert werden. Ich finde, man sollte die ursprünglichen Inhalte schon so gut wie es geht ins Moderne übersetzen. Das ist auch an den Resident Evil Remakes mein Hauptkritikpunkt. Die sind gut, die sind auch super Spiele, machen Spaß, aber es wurde viel zu viel gestrichen. Und das geht meiner Meinung nach gar nicht. Man kann was hinzufügen, aber streichen ist immer scheiße. Wenn was fehlt, was im Original vorhanden war, ist das immer schlecht. Und das macht Resident Evil 2 nicht perfekt und Resident Evil 3 sogar echt nicht gut. Cloud, hier warst du also. Tifa ist... also... Alleine schaffe ich das nicht. Beruhig dich. Was ist denn los? Corneo soll sich schon bald die nächste Gespielin aussuchen. Und Tifa ist noch in seinen Fängen. Aber ich kann nichts für sie tun. Okay. Ich komm mit. Hey, Cloud. Darf ich dich Bruder nennen? Nein. Also, ich dufte, ja, dass du dich um Tifa kümmerst, Bruder. Sag mal, Bruder, wie bist du eigentlich so stark geworden? Ich sagte doch. Wie du kämpfst, ist echt krass, Bruder. So, zack, zack, pickli-pack. Ich wäre auch gern so cool wie du, Bruder. Okay, ich zieh dann mal ab. Naja, du weißt schon. Ich will dich schließlich nicht aufhalten. Geh zurück zu Madame M. Sag Aerith, dass ich was erledigen muss. Sie soll auf mich warten, wenn sie fertig ist. Geht klar! Warum genau sprengen wir jetzt unsere Pläne, die wir eigentlich geschmiedet haben? Weil dadurch, dass wir jetzt hier hingehen und jetzt auf eigene Faust hier einschreiten wollen, macht die letzte Stunde vom Spiel irgendwie obsolet. Also das ist komisch gerade. Aber ja, wird bestimmt eh nicht klappen, wie wir uns das vorstellen. Hätten wir uns nämlich die Arena-Kämpfe und alles sparen können, hätten wir gleich machen können, so wie den Ansatz, den Cloud jetzt verfolgt. Du schon wieder? Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Ja und? Das ist nur für Frauen. Die Empfehlung ist für Aerith. Ah, die Frau, mit der du unterwegs warst. Mein herzliches Beileid. Wie auch immer, als Mann hast du ja keinen Zutritt. Ich frage dich nicht um Erlaubnis. Hä? Ich warne dich. Don Corneo ist ein furchterregender Mann. Wenn du hier einen Aufstand machst, wird irgendjemand dafür büßen müssen. Wer das sein wird? Vielleicht jemand, dem du helfen möchtest. Vielleicht aber auch jemand, der gar nichts damit zu tun hat. Verstehst du? So läuft das auf dem Wallmarkt. Euch bleibt noch ein bisschen Zeit, bis die Brautschau anfängt. Wenn du wirklich ein Empfehlungsschreiben hast, dann bring diese Frau hierher. Ich persönlich kann dir aber nur davon abraten.
Na gut. Ich meine, die haben jetzt bei diesem Final Fantasy VII Remake, ich meine, das sind ja quasi von der Story her nur die ersten, weiß ich nicht, 10-20% des Spiels. Die haben sie aber schon ordentlich aufgeblasen. Dieses Remake hier, das ja nur einen Bruchteil der ursprünglichen Story einfängt, ist von der Spieldauer her genauso lang wie das gesamte alte Spiel damals. Verschwindet! So kann man es natürlich auch machen. Übrigens, Aris, hatte dich meine Nachricht nicht erreicht? Doch, hatte sie. Aber ich konnte nicht warten, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Ich hoffe, dir ist klar, dass du dich hier auf eine gefährliche Sache einlässt. Wer weiß, was dich auf der Brautschau erwartet. Ich kann dich nicht alleine gehen lassen. Alleine? Von alleine war nie die Rede. Hier, komm mit. Wo willst du hin? Madame M. hat mir da so etwas erzählt. Es soll jemanden geben, der dich ganz interessant findet. Ich meine, Resident Evil 2 hat das schon sehr gut gemacht. Die sind sehr nah am Original und, also das Remake meine ich jetzt. Und da kann man eigentlich kaum was kritisieren. Die Pflanzenmutationslicker wurden leider gestrichen, aber das, mein Gott. Aber der dritte Teil, der fühlt sich schon so ein bisschen gerusht an. Da haben die halt auf der Engine vom zweiten Teil und auch ganz viel mit Assets vom zweiten Teil irgendwie nochmal den dritten so zusammengeklatscht, habe ich das Gefühl. Da war weder Zeit noch die Muse da, glaube ich, das ernsthaft zu machen. Das fühlt sich eher, das ist ein cooles Spiel, das hat mir Spaß gemacht, aber das fühlt sich eher wie so ein Money Grab an, den man nochmal so ein bisschen hinterhergeschoben hat. Und kein respektvolles Remake vom Original, leider. So ein Survival-Horror-Spiel ist natürlich auch ganz was anderes wie ein Rollenspiel. Du brauchst hier viel mehr Synchronsprecher, du musst viel mehr Texte auch wahrscheinlich neu schreiben und so weiter. Viel mehr Gegner-Designs und so. Wie bitte? Was hast du gesagt? Das ist natürlich teurer und aufwendiger. Und Square Enix wollte halt, ich meine, wie lange dauert jetzt dieses Remake hier? 40 Stunden oder sowas? Die hätten theoretisch natürlich, wenn die gewollt hätten, auch einfach ein 120 Stunden, 200 Stunden JRPG draus machen können. Es ist jetzt nichts super Ungewöhnliches. Die wollten sich halt einfach vortasten. Die wollten halt gucken, ob sich das verkauft, ob das funktioniert. Und deswegen haben sie halt gesagt, machen wir mal nur den Anfang, das Anfangskapitel und bringen das raus und gucken mal. Und da das sehr gut angekommen ist und sehr erfolgreich ist, kommt jetzt bestimmt Nachfolger. Hätte aber sehr gut sein können, dass die einfach dann sagen so, nö, okay, lohnt sich nicht, machen wir nicht weiter. Da bin ich mir ganz sicher, dass das einfach nur quasi so... Ne, weil so Remakes gerade von so einem Klassiker sind auch gefährlich. Hätte sehr gut sein können, dass die Fans sehr enttäuscht sind, dass es dann einen Shitstorm gibt. Ich glaube, das hätte leicht passieren können. Ich speichere vorsichtshalber mal. Das ist auch gewagt und so weiter, deswegen verstehe ich das schon. Aber das war schon wirklich einfach, glaube ich, eine rein monetäre Entscheidung zu sagen, wir machen jetzt mal einen verhältnismäßig kleinen Part erstmal und dann schauen wir weiter. Die hätten genauso gut noch ein, zwei Jahre länger entwickeln können und dann das volle Spiel gleich machen können. Wäre halt von der Größe her ein ganz anderes Projekt und ein viel größeres Risiko gewesen. Hier sind wir doch. Ganz genau, am Honigtöpfchen, um dir ein Empfehlungsschreiben von Anjan zu holen. Wäre das nicht toll? Dann könntest du mich zu Don Corneos Brautschau begleiten.
Und Cloud, Frauenkleider würden dir sicher auch super stehen. Was? Madame M. meinte zu mir, es sei total selten, dass Anyan sein Auge auf jemanden wirft. Das heißt, deine Chancen stehen bestens. Moment. Willst du denn nicht auch tiefer befreien? Aber... Keine Widerrede. Dein Einsatz ist schon entschieden, okay? Wir müssen nur noch Einzelheiten besprechen. Anyan soll ein sehr redlicher Mensch sein. Sogar die Madame schätzt ihn. Ich würde sagen, wir versuchen es ehrlich und direkt. Keine Sorge, wird schon schief gehen. Okay. Herzlich willkommen. Hallo. Ich habe die Ehre, Sie im Honigtöpfchen begrüßen zu dürfen, wo Ihre süßesten Träume wahr werden. Ich möchte mit Anyan reden. Sie müssen Cloud sein. Anyan erwartet Sie bereits. Woher weißt du? Mir wurde aufgetragen, Sie zu ihm durchzulassen. Anyan wird Sie an der Bühne im Hauptsaal erwarten. An der Bühne? Genau, mein Herr. Gehen Sie einfach geradeaus durch die Tür dorthin. So ein Community-Projekt haben wir schon lange nicht mehr gemacht, das stimmt. Aber aktuell habe ich das jetzt auch nicht vor, weil ich es auch zeitlich gar nicht realisieren könnte momentan. Aber für die Zukunft will ich es gar nicht ausschließen, dass man sowas mal wieder macht. Wir haben Sie schon erwartet. Sie müssen der Kunde sein, der nach Anyan verlangt hat. Sie sind zum ersten Mal hier, nicht wahr? Hi. Sollen wir schon mit der Tanzübung anfangen? Mit der Tanzübung? Warum? Anyan hat eine Tanzübung verordnet. Hier drüben. Komm schon. Moment. Okay, Tanzminispiel. Drück die Tasten passend zum Rhythmus der Musik. Wenn das fällt, jetzt muss ich mal kurz auf das Video oben gucken. Okay, ich verstehe. Na, schauen wir mal. Tanzen wir mal. Oh, das finde ich gut. Ja, so. Was war das denn? Aha. Das war ein kurzer Tanz, der in Wirklichkeit ein Schwertkampf war. Aber mein Gott, warum nicht? Großartig! Aber das kann doch nicht Ihr erstes Mal gewesen sein, oder? Ja, that escalated quickly. Das stimmt, mit dem Kampftanz. Was ist los? Nee, ich muss nicht mehr üben. Ich bin bereit für den real shit. Hier geht es entlang. Cloud, schön, dich zu sehen. Du steckst voller Überraschungen. Ich glaube schon langsam mal, Madame M. hat in der ganzen Stadt Klone von sich verteilt. Die sind überall. Das stimmt was nicht. Wir möchten Sie bitten, hier etwas zu warten, bis Anyan kommt. Sie sind aber durchtrainiert. Entspannen Sie sich einfach. Sweet here at the Honey Bee, and every moment is a treat. Honey Bee heißt das in Wirklichkeit sowieso. Oh,
Willkommen im Honigtöpfchen, Cloud. Du willst eine Empfehlung von mir. Sollst du haben? Also, zeig mir mit einem Tanz, dass du eine würdige Braut abgeben wirst. So spontan improvisiert, oder wie? Das ist schon eine ganz schöne Challenge. Ein Tanzduell. Auf Leben und Style. Mal sehen, ob du mithalten kannst. Zum Glück lernt man bei Soldaten anscheinend auch tanzen. Vielleicht ist das in der Welt von Final Fantasy einfach eine total bekannte und verbreitete Choreografie, die jeder kennt oder so. Wer weiß. Ich finde, für die Tanzmoves, die die da so machen, muss ich ganz schön wenig Knöpfchen drücken. Aber irgendwie schön, dass die so im Raum rumschweben, dass das nicht einfach nur so eine Anzeige irgendwo unten am Rand ist. Nett gemacht. Das war nicht gut entfernt. Hat mich verdrückt. Toll, Cloud! Weiter so! Das findet auch Chocobo kaum mal gut. Sehr schön, wie ergreifend. Also gut, ich werde mein Bestes geben, um aus dir die heißeste Braut hier zu machen. Ja, dann lasst uns die Show beginnen. Heißt das jetzt so eine Makeover-Show quasi? Die Drag Queen Queen. Steht ihm. Ich meine, er ist sowieso so ein androgyner Typ, ne? Warum nicht? Allianz Ohrringe haben wir erhalten. Okay.
Aber ehrlich gesagt, das Kleid an sich steht ihm nicht wirklich irgendwie, oder? Wahre Schönheit kommt bekanntlich von innen. Hörst du, Cloud? Das ist irgendwie komisch geschnitten, das Kleid. Ich weiß nicht, vielleicht Geschmackssache. Leg all deine Ängste ab. Die Frisur, genau, die ist voll der Focohealer-Metatron. Ich hab's mir auch gedacht. Das sieht auch komisch aus. Diese Drehungen, so anmutig und grazil. Du bist ja total aus dem Häuschen. Komm schon, nur an, Drake. Dich das bei dann der quatschen Show? Wir noch ein bisschen. War das improvisiert? Ach so, sind wir jetzt sie. Der Junge, ich versteh's jetzt erst. Cloud, wo gehst du hin? Cloud, das war wirklich die Extensions hätte man ein bisschen schöner anbringen können hinten an sein Haupthaar. Das sieht aus, nicht natürlich sieht das aus. Hör bitte auf. Ein Wort. Nur eins? Nein. Das Krönchen. Ach, jetzt sind wir wieder Cloud. Komisch gerade. Na gut. Okay, dann können wir uns jetzt da reinschmuggeln, oder? Zur Brautschau. Aber meine Güte, das ist schon eine sehr enge Taille, die ihm da gebunden wurde, ne? Das ist, glaube ich, sehr unangenehm. Aber wirklich, diese Haare sehen komisch aus, ne? Weil die hinten so normal runterhängen. Aber vorne hat er immer noch seine Igelfrisur. Sie passt eben einfach nicht. Das sieht nicht zusammenhängend aus. Lustig. Ja, ne, es kann schon sein, weil er so breite Schultern hat und dann auch noch diese gepufften Schultern. Deswegen sieht es, glaube ich, ein bisschen komisch aus, finde ich. Ja, was ist denn jetzt? Warum darf ich denn da nicht rein? Ach, weil ich gedrückt halten muss. Du bist doch... Wir haben Empfehlungsschreiben von Madame M. und Anjan. Lässt du uns rein? Seid ihr euch sicher? Absolut. Ich hoffe, ihr bereut das nicht. Aber nicht doch. Na gut, dann rein mit euch. Ihr wollt zur Brautschau, richtig? Die Treppe rauf, das Zimmer ganz hinten. Keine Besichtigungstouren, kapiert, Mädels? Die Empfehlung von Madame M. Erste Sahne. Hey, nicht anfassen! Das Berühren der Türen mit den Pfoten ist verboten. Wir haben euch bereits erwartet. Die Empfehlung von Anjan, der hat geschmeckt. Geht doch mal schön brav ins Zimmer und wartet ja, dort. Ja, in welches Zimmer denn? Ich weiß schon, der hat gesagt ganz hinten, aber... Was ist denn ganz hinten? Das ist Ansichtssache. Kommt auf den Standpunkt an. Seltsamer Geruch? Da wird einem ja ganz schwummrig von... Schlafgas! Schnell raus hier! Verdammt! Cloud! Telefon reparieren, sorry. So. Ich verstehe leider kein Wort. Mach dir einen auf Bane. Zum Glück sind Untertitel an, ich verstehe wirklich kein Wort. Uns hinten?
Vorsicht, pass auf, dass ihr nicht hinkommt. Etwas sagt doch bitte. Hä? Bin ich doch mal. Die zwei sind Cornelius-Gäste. Wenn denen was zusteht, macht der Hackfleischer so. Das weiß ich doch selbst. Diesmal ist die Auswahl aber echt allererste Sahne, oder? Hey, geht es dir gut? Ja. Ah! Tifa? Ja? Alles okay? Ein Glück. Also... Bist du das etwa, Cloud? Wieso bist du geschminkt und dieses Kleid? Sag einfach nichts, es ging nicht anders. Bist du okay? Ja, mir ist nur ein bisschen schwindelig. Tifa, nicht wahr? Hallo. Hallo. Mein Name ist Aris. Ich bin eine Freundin von Cloud. Wir sind hier, um dich zu retten, Tifa. Oh, vielen Dank. Reden können wir später. Erstmal raus. Hä? Hier ist's gefährlich. Nein, ich hab doch noch gar nichts rausgefunden. Hä? Weißt du, nachdem wir dich verloren hatten, waren in den Slums bei uns ein paar komische Typen. Ich habe nachgeforscht. Und bist auf Corneo gestoßen. Sie wollten Avalanche ausspionieren. Aber mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Deswegen will ich's aus Corneo quetschen. Tifa! Wenn ich ihm gefalle und er mich auswählt, kann ich unter vier Augen mit ihm reden. Darauf habe ich's angelegt. Aber es gibt wohl drei Kandidatinnen. Heißt also, wenn ich gegen die anderen nicht gewinne, war das Ganze hier umsonst. Dann hat sich dein Problem ja erledigt. Die anderen beiden sind nämlich wir, nicht? Ja. Siehst du? Einer von uns macht also auf jeden Fall das Rennen. Naja, kann schon sein. Ob dich, mich oder Cloud? Wen er auch wählt, ist völlig egal. Aber Aris, ich will dich da wirklich nicht mit reinziehen. Gib's auf, die lässt sich eh nichts sagen. Ha? Klasse, Cloud. Du kennst mich ja schon richtig gut. Schon wieder ein Windows-Update. Ich glaube, ich spinne. Was passiert jetzt? Seit Tagen Man wird uns sicher werde schon ich bald hier rufen. Mit Windows-Updates belästigt. Ich mach die auch. Das ist nicht immer das Gleiche. Ich weiß nicht, was da los ist. Der Kater hat kurz Hallo gesagt. Ein Gong. Guten Morgen, meine Damen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Das ist euer Weckruf für die Brautschau. Danke schön, Tifa. Hinter der Tür zu eurer Linken findet ihr eine Treppe. Ah, hi, wir sehen uns oben. Funktioniert scheinbar alles wunderbar mit der Capture Card. Es geht los. Die hat immer ein bisschen gesponnen. Was ist denn in dich gefahren? Aber jetzt passt's anscheinend. Hey, gehen wir mal kurz zum Verkaufsautomaten vorher. Der sieht ja auch interessant aus. Aha, da haben wir ein Musikstück. Das kaufen wir. Die sammle ich. Und ich glaube, ich kaufe tatsächlich mal ein paar Megatränke noch. Weil der Kampf gegen das Haus hat mich tatsächlich irgendwie verunsichert. Davor habe ich uns noch für so gut wie unsterblich gehalten. Aber jetzt nicht mehr. Die haben sogar extra für Cloud im Kleid eine eigene Kistenöffnen-Animation und so gemacht, ne? Das ist schon nett. Wo... Sag schon, gefall ich dir etwa? Sind wir denn hier eigentlich gelandet? Jetzt, wo ich mir den Raum mal genauer angucke, ist das ganz schön unangenehm, was hier so... Nicht gut. Nee, nicht du. Alles andere. Holy shit. Wir haben unser Schwert gar nicht dabei, Cloud. Und? Kannst du auch Hand-to-Hand-Combat ohne irgendwas? Das wäre gut. Rüst dir mal Blitzelement für Cloud Schwert aus. Wir haben eh, wenn Tifa jetzt auch dabei ist, genug Blitzzauber. Das, glaube ich, haut schon hin. Aber wir könnten tatsächlich mal wieder, glaube ich, das Schwert hochleveln, auf jeden Fall, ne? Tifa hat sogar noch einen Platz. Einen Materia-Platz. Ah, Tifa kann mal
Ifrit ausrüsten, warum nicht? Und was hast du? Ah, du hast gar keinen Blitz. Dann nehmen wir hier mal noch Gewitter für sie auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie... wie war das gleich nochmal? Ach so, das macht es eh weiterhin automatisch. Das finde ich auch gut. Da will ich gar nicht mich großartig... So viel Auswahl hat man eh nicht und so viel... Das ist nur... Das passt schon. Das darf das Spiel gern automatisch verteilen jetzt hier für Let's Play-Zwecke. So, meine lieben Mädels, dann reiht euch mal schön auf. Okay, aber wisst ihr, was komisch ist? Muss ich ganz kurz mal erwähnen. Wenn wir uns jetzt da nicht reingeschmuggelt hätten, dann wäre Tifa sowieso von Anfang an die Einzige gewesen. Was ist denn das für eine komische... Ich dachte, es wurde eigentlich die ganze Zeit impliziert, dass da irgendwie ganz viele Frauen sind oder so für die Brautschau. Weil dann ist das... Also ich meine, aber gut, whatever. Kommt mir bekannt vor. Kennen wir uns vielleicht? Na, egal. Okay, seid ihr bereit, Mädels? Er kommt nämlich. Der unnachahmliche, unvergleichliche, allseits beliebte Don Corneo. Heißnecken. Sehr schön. Entzückend. Welches Täubchen soll ich denn bloß nehmen? Hohi, hohi. Oh. Ich vielleicht, Schätzchen? Oder vielleicht doch lieber dich? Ich hab's! Ich weiß, wen ich nehme! Meine Braut für heute Nacht ist... Heute Nacht? Wenn du den Boss glücklich machst, darfst du vielleicht sogar etwas länger. Drecksschwein. Hey, wer von euch war das? Etwa du? Sehr schön, schön! Du bist ein Falke! Werd dir die Flügel schon stutzen! Heute Nacht leg ich dich auf dein breites Kreuz! Oh ja, die Widerspenstigen mag ich besonders. Oh, komm schon. Die anderen zwei überlasse ich euch. Sauber! Sag, welche nimmst du, Mann? Ich die hier. So, wildes Fältchen. Dann komm mal an meine haarige Brust. Das ist so fucking unangenehm. Ich kann mir das fast nicht anschauen, ey. Wenn man genauer hinsieht, bist du ja richtig süß. Vergiss es. Oh ja! Diese Masche ist neu! Mehr davon! Aber ich finde seine Bauchwackelphysik schon ziemlich cool, muss ich sagen. Was machst du da? Kümmer dich einfach nicht drum. Nur ein paar Erinnerungsfotos. Fotos sind mächtig. Sie machen euch Täubchen gefügig und willig. Abschaum. Mach mir noch mehr Komplimente. Hey, ihr Nasen. Wir haben hier Gäste. Seid nett zu ihnen, okay? Und vergesst nicht, euch später beim Don zu bedanken. Alles klar? Wir sind ja schließlich eine manierliche Bande. Genau. Don, hurra! Also dann, meine Damen. Ich meine, um Tifa mache ich mir wirklich keine Sorgen. Bereit? Weil aber immer doch. Die braucht nicht mal Waffen. Du auch, Tifa? Vier Mann.
Also schnell und dann ab zu Cloud. Ich kenne ich doch. Die Arena! Was soll das? Aerith, runter! Miststück! Warte! Hut ab, Aerith. Hättest dich mal sehen sollen. Anjan hat mir alles erzählt. Hier habt ihr eure Ausrüstung wieder. Ich kümmere mich um den Rest. Viel Glück. Oh, vielen Dank. So, viel besser für den Kampf geeignet, die Outfits. Irgendwie, aus irgendeinem Grund. Das ist in Animes immer witzig und hier in dem Spiel natürlich mit den Animes Stil genauso, weil man schon am Design der Figuren ganz genau erkennt, welche Figuren noch wichtig werden und welche nicht. Es war von Anfang an bei den Türstehern schon klar, dass der noch eine Rolle spielt, der Grauhaarige. Im Gegensatz zu seinem Kollegen. Beeilt euch! Beeilt euch! Ach schade! Ich hätte doch auch so gern mit den Mädels gespielt. Die sind sicher schon beschäftigt. So gross die Kommentare hier. So. Was wollt ihr denn hier? Ihr seid durchgefallen! Du schaffst das schon! Es geht los! Touch! Sind die Räume fast ein bisschen zu klein für die Kampfkamera. Hey, ich meine nicht, dass ihr das bräuchtet, aber warum nehmen wir nicht das Maschinen... Ach so, weil es sich auflöst. Aha. Hat sich erledigt. Ist wohl irgendwie an den Puls des Besitzers gebunden oder so. Mehr davon! Abstoßender Sack! Schnuckelchen! Ich komme! Hey, du Zicke! Das hat verdammt nochmal wehgetan! Hey, Kotsch, Sotsch! Bringt diesem Flittchen mal Manieren bei! Tut mir echt leid. Aber deinem Hündchen ist gerade etwas unwohl. Was soll das? Cloud, hier! Das Riesenschwert ist in diesem kleinen Beutel drin. Du bist ja ein Mann! Was hat das zu bedeuten? Die Fragen stellen jetzt wir. Was wollten deine Männer in den Slums? Weshalb haben sie da rumgeschnüffelt? Wovon redest du? Hör auf, dich dumm zu stellen. Zum letzten Mal. Was haben deine Leute in den Slums gesucht, verdammt? Rede sonst. Schneiden wir ihn ab. Nein, bloß das nicht! Ich rede ja! Ich sag alles! Ich sollte einen Typen mit einem Klarnamen suchen. War ein Auftrag. Und von wem? Hohi! Wenn ich das sage, bin ich tot! Druck's nicht rum. Denn sonst reißen wir ihn ab. Hohi! Es war Heidegger von Shinra. Der Leiter der Sicherheitsbehörde. Heidegger! Shinra? Und was wollen die genau? Das kann ich nun aber echt nicht verraten. Ich würde es ja an deiner Stelle lieber mal tun. Denn wenn nicht, zerquetschen wir ihn. Hohi! Ha, 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 ha,
Es ist euch ernst, was? Dann bleibt mir wohl nichts übrig. Shinra will Vergeltung üben. Und zwar an Avalanche, diesen Terroristen, die den Reaktor angegriffen haben. Die wollen die wortwörtlich platt machen. Und zwar, indem sie den Pfeiler der Platte zerstören. Wie bitte? Schwer von Begriff. Die Platte macht hui! Ba-ba-ba-ba-bam. So wie bei dem Unfall in Sektor 6. Ihr habt das Trauerspiel doch sicher gesehen, oder? Und im selben Stil gibt's in Sektor 7 wohl bald eine Zugabe. Niemals. Tifa, Cloud, los! Nicht so schnell! Schnauze! Dauert nur einen Moment, versprochen! Hier ist die Preisfrage für euch. Wann sitzt Bösewichten die Zunge besonders locker? Kommt schon, das wisst ihr doch ganz bestimmt. Dass er sich selber als Bösewicht bezeichnet. Interessant. Oh nein, ich hätte... Oh, egal. Tut mir leid, die Zeit ist um. Die Antwort ist... Reingefallen, reingefallen. Wortwörtlich. Kann man nichts sagen. Da hat er recht. Tipp Accessoires. Danke für den Tipp. Wie ist die Lage? Die Turks haben übernommen. Ha, alles läuft nach Plan. Direktor, bitte überdenken Sie den Plan. Ich flehe Sie an. In den Slums von Sektor 7 leben rund 50.000 Menschen. Ach, Reef. Dann evakuieren Sie den Sektor. Wann entledigst du dich endlich dieser unangebrachten Naivität? Reef. Wir müssen die Räder ins Rollen bringen. Für unser aller Wohl. Der sieht aus wie der Typ aus Yakuza 5. Aus Yakuza 5. Welcher Typ? Weiß ich nicht. Wenn du gerade meinst. Merlin. Wo sind wir? Aus Like a Dragon, meinst du? Der Sohn vom Aya. Ich sehe die Ähnlichkeit. Von meinem geistigen Auge, das stimmt. Stinkt ja bestialisch. Ich glaube, Like a Dragon ist 7 oder 8. Yakuza 8 sogar, technisch gesehen. Bin mir nicht sicher. Tifa? Cloud. Schnell, wir müssen nach Sektor 7. Ja. Jetzt ziehen wir Aeris mit rein. Sie wird das verstehen. 7. Woher kennt ihr euch eigentlich? Yakuza 7 ist es. Ich habe sie gerettet. Dann sie mich. Dann ich wieder sie. Hm? Ist das eine Antwort? Warum kümmert ihr euch denn umeinander? Quatsch oder Quach oder so ähnlich. Dankeschön auf jeden Fall für die Bits. Super nett von dir. Quach. Oh. Behemoth. Wirklich? Nee. Es ist Ganon. Oh.
Logisch! Okay, erstmal analysieren. Der Akko, ein riesiges Monster. Das ist ein bisschen wie in Star Wars, ne? Wie in Episode 6. Mit dem Rancor, der Akku. So ein bisschen. Ein riesiges Monster, das von Don Corneo in der Kanalisation gehalten wird. Es ist viel intelligenter, als es erscheint und nutzt seine Umgebung zu seinem Vorteil, indem es beispielsweise mit Schmutzwasser angreift. Was für ein Ferkel. Feuer, wir müssen den feuern. Okay. Gut, Akku, du bist gefeuert. Ich kann doch schon Feuer, genau. Da kommt er. Tifa, kannst du auch Feuer eigentlich? Ja. Dann werden wir den jetzt mal so wegfeuern. Aerith kann, glaube ich, kein Feuer, ne? Nee. Kann wieder gar nichts Nützliches. Entziehen wir ihm MP, ist auch gut. Ach, komm schon. Muss das sein? Autsch. Spiel zu offensiv, aber dann denke ich mir so, wird schon gut gehen. Das trifft sich ja gut. Wie wäre es mit einem Limit-Atomisator? Moment, kann sie jetzt auch Gegenstände für andere Figuren benutzen? Schon, ja. Da war ich mir gar nicht sicher. Beschwören wir Chocobubble. Viel Spaß. Hey, Fallen Crusader. Hi und danke fürs Abonnieren. Wo ist er denn jetzt hin? Jetzt wirft er gleich mit Schmutzmasse. Aerith? Nee, warte, noch nicht. Warte. Okay, Aerith. Wie wäre es mit einer großen Bombe? Oh, geht irgendwie nicht. Warum eigentlich nicht? Verstehe ich gar nicht. Ach, ist noch gar nicht voll. Okay, hab ich geguckt. Okay, Cloud. Wie wäre es mit einer großen Bombe? Und Aerith? Wie wäre es mit Kabums? Ich bin bereit. Tifa macht währenddessen Feuer. Das ist der 0, nix besiegt. Volle Kraft. Das ging jetzt am Schluss schon viel, viel, viel schneller, als ich dachte. Aha, zweite Runde. Aber ist Chocomoppel noch da? Weil ansonsten bin ich um meine Beschwörung betrogen worden. Ach so, der macht jetzt nur den Weg frei. Das ist nett von dir. Tschüss. Weg ist es. Ob das hier sein Nest ist? Könnte Corneos Haustier sein. Und das Futter... Hohi! Hey, ob der Widerling die Wahrheit gesagt hat?
Dass sie die Platte opfern, nur um Avalanche zu vernichten. Das riecht sehr nach Ganz Midgar wäre in Gefahr. Würde Shinra so etwas wirklich tun? Ist gut möglich, dass er uns mit einer Lüge aus dem Konzept bringen wollte. Sehe ihm jedenfalls ähnlich. Und was, wenn es doch wahr ist? Wie? Dann müssen wir es verhindern, oder nicht? Schnell, gehen wir! Ist besser, als tatenlos abzuwarten, nicht wahr? Ja. Oh, tiefer! Vielleicht, es stand doch in seinem Beschreibungstext von dem Boss, dass der sehr intelligent ist. Vielleicht sieht man es ihm nicht an, aber der ist voll der ehrenhafte Kampfsportmeister. Und das war jetzt so ein Moment von wegen, wenn er sprechen könnte, hätte er gesagt, ihr habt euch als würdig erwiesen. Ruft mich, wenn ihr mich braucht. Und jetzt sind wir beste Freunde, aber wir wissen es noch gar nicht. Ich möchte das glauben. Was ist? Wenn wir dem Wasserlauf folgen, müssten wir Sektor 7 erreichen. Folgende Shader, dankeschön für die Bits. Die Kanalisationen von Sektor 6 und Sektor 7 sind verbunden. Wenn ihr euch verlauft, dann lauft, wie das Wasser läuft. Eine Regel des Slums? Nein, die Kanalisation dient Avalanche als Fluchtweg. In Notfällen. Wir dürfen uns nicht verlaufen. Ja, da vorne ist ein großer Kanal. Erst gehen wir zu der Kiste, die leuchtet tiefer. Ist es dein erstes JRPG oder wie? Come on, es ist ihr erstes, ne? Okay. Alles klar. Armselig. Oh oh! Ein Armselig. Was? Wie? Was? Ich muss den mal scannen. Ich kann gerade gar nicht performen. Ist das ein Ninja Turtle? Donatello? Bist du's? Jetzt warte mal. Bin noch frei. Ah, jetzt steht Tifa davor. Ich wollte mir den anschauen. Können wir nachher in den Daten machen. Den Sahagin. Ein Exemplar höchst intelligente Lebewesen, die in der Kanalisation ihre eigene Kultur und Sprache entwickelt haben. Um menschliche Angreifer abzuwehren, setzt es geschickt seine Waffe im Kampf ein. Ha. Huh. Naja, ich meine, er hat uns angegriffen, ne? Weil ich glaube, das ist gerade nur ein Kommunikationsproblem. Was sollen wir machen? Ja, es ist schon ein bisschen ein Ninja Turtle, nur ohne Ninja. Ja, so ein Teenage Mutant Spear Fighter Turtle. Und jetzt ist er ein Totel. Ninja Totel. Der Arme. Der tut mir jetzt schon leid. Leben hier in der Kanalisation, müssen sich anscheinend laut Beschreibungstext vor Menschen verteidigen. Ich meine, natürlich sind Menschen hier wieder die Bösen. Und dann kommen wir und töten den. Aber was hätten wir machen sollen? Wir haben uns auch nur verteidigt. Gewaltspirale mal wieder. Tragisch. Manchmal gibt es in Geschichten einfach nur Verlierer. Das riecht nach, wir müssen ein Hebelrätsel lösen und Wasser ablassen. Oder wir müssen nur einen Hebel drücken und Wasser ablassen, kann auch sein. Stinkt. Riecht ja schon in den Slums nicht besonders gut. Die Merlin versucht gerade in Zeichensprache mit mir zu kommunizieren und ich verstehe nicht, was sie will. Schau nach unten, wirft die Fuffis in den Club. Was? Naja, das klären wir nachher. Ich versteh's nicht. So.
Wo müssen wir denn jetzt hin? Wartet mal. Ach, jetzt sehe ich. Sie wollte mir an... Ach, jetzt verstehe ich. Fallen Crusader, danke für die großzügige Spende. Dankeschön. Das wollte mir die Merlin gerade zeigen mit ihrer Zeichensprache. Ich habe es überhaupt nicht überrissen und habe auch die Spende total übersehen. Dankeschön. Super nett von dir. Wirklich, total nett. Aber jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht hier im Stream, ne? Oh Gott, was ist passiert? Warum ist das plötzlich so komisch? Okay, jetzt stimmt's wieder, oder? Auf YouTube, wenn ihr das auf YouTube seht, wundert euch nicht. Ich muss hier gerade bei dem Stream-Overlay was verändern, das seht ihr gar nicht. So, jetzt. Jetzt haben wir's. Dankeschön nochmal. Sorry, ich hab's total übersehen, Fallen Crusader. Erstmal Pause. Aber jetzt muss ich mal auf die Karte gucken, weil wenn wir hier Pause machen können, geht's da wahrscheinlich weiter oder so. Ich kaufe mal den Soundtrack. Nicht, dass ich... Aber nee, die Map sieht sehr überschaubar aus. Okay. Ja, dann weiter. Auf dem Kratzbaum und schreit rum. Alle wollen was von mir und ich stehe auf dem Schlauch. Störenfriede? Wehrratten. Das war abzusehen. Die nächste Kampfarena? Nein! Da habe ich die Map falsch interpretiert. Aber hier jetzt. Laut, warte mal, aber den Kaiserkrebs kennen wir, glaube ich, noch nicht. Den analysieren wir mal. Kann nicht schaden. Kann nicht schaden. Kaiserkrabbe, ein überdimensionales Krustentier, das in der Kanalisation lebt. Es ernährt sich von Leichen, die in sein Habitat gespült werden und greift Eindringlinge mit seinen riesigen Scheren an. Schwach gegen Eis. Ich wollte gerade sagen, brauchen wir wahrscheinlich nicht und dann plötzlich wird er unverwundbar. What? Was ist das passiert? Okay. Brauchen wir wahrscheinlich wirklich. Eure Dusche wäre jetzt mit. Jetzt weiß ich es aber wirklich nicht. Ich gehe, glaube ich, erstmal. Ah! Ich weiß jetzt nicht, was der richtige Weg ist und was optional ist. Ich gehe mal die Leiter hier hoch. Na, dann gehe ich lieber nochmal runter und gehe unten lang. Hier oben sieht es so aus, als würde es hier weitergehen. Zum Glück haben wenigstens alle einigermaßen feste Schuhe an hier unten. Das wäre sonst echt doof. So eine Tür hatten wir doch schon mal, ne? Gibt es da irgendwann mal einen Generalschlüssel und dann muss man alles nochmal ablaufen oder so? In irgendeinem anderen Bezirk gab es genau mal so eine Tür mit ganz vielen Schätzen dahinter, konnte ich nicht öffnen. Hab nicht rausgefunden, wie es geht. Schade, schade. Ich glaube, wenn ich mir ein JRPG aussuchen dürfte, das jetzt geremaked wird, so ein Klassiker,
würde ich, glaube ich, Skies of Arcadia nehmen. Augen zu und durch. Das hat mir echt sehr gut gefallen. Cloud, nehmen wir an, Corneo hat die Wahrheit gesagt. Was könnte Shinra denn damit nur bezwecken wollen? Da kann ich mir ein Remix sehr gut vorstellen. Es kann ihm doch nicht nur um Avalanche gehen. Nur um uns aufzuhalten, würden sie doch niemals all die Opfer in Kauf nehmen. Ich habe keine Ahnung, wie sie durch die Zerstörung von Sektor 7 profitieren könnten. Absolut nicht. Corneo muss gelogen haben. Typen wie dem darf man nichts glauben. Jaha, ich sehe den Schalter. Scheint ein Stromgenerator zu sein. Lass mich doch einfach den Hebel drücken. Sieht unheimlich alt aus. Stammt aus der Zeit, bevor Marco benutzt wurde. Würde mich wundern, wenn er noch funktioniert. Ist Cloud eigentlich Linkshänder, weil er gerade die linke Hand benutzt hat? Wie Link? Wobei der mittlerweile Rechtshänder geworden ist, ne? Irgendwie. Wir haben es geschafft! Da jetzt in Licht, endlich wieder hell! Breath of the Wild gar nicht mehr drauf geachtet habe. Verschlossen. Ich wusste es mal, aber ich weiß es nicht. Ach ja, der Universalschlüssel, den Jesse gemacht aber hat. Aber ist auch wurscht. Könnte der Schlüssel im Wasser versteckt sein? Suchen wir. Danke fürs Abo verschenken, Fallen Crusader. So, wir müssen hier bestimmt wieder Wasser ablassen oder irgendwie sowas, ne? Habe ich mir vorher schon gedacht, als wir hier durch sind. Können wir an dem Rohr drehen? Ne, das ist zu hoch und... Ne, ah, Schalter, ich sehe schon. Side Scoreboard Sword ist Link. In den großen Titeln Rechtshänder. Auch in Breath of the Wild, dann, oder? Ich meine, bei Skyward Sword haben die das wegen der Bewegungssteuerung gemacht. Weil halt... Aber fand ich auch schon komisch, dass man sie das da nicht einstellen konnte. Weil was machen denn... Also ich meine, ich schätze mal, echte Linkshänder können auch mit rechts ein Schwert schwingen. Aber dass man das nicht... Konnte man vielleicht auch, ne? Aber komisch ist es, dass man dann... Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Link mittlerweile Rechtshänder geworden. Aber sein Schwert... Na, bei so einem großen Schwert, er zieht schon mit rechts. Aber dann nimmt er es in die beide Hände und dann nur noch mit links. Und man weiß es nicht. Vielleicht ist er beidhändig begabt. Oder so. Moment. Habe ich jetzt den Schlüssel gefunden? Habe ich den jetzt aufgehoben? Ich habe gerade vor lauter Link und... Links- und Rechtshänder und so überhaupt nicht drauf geachtet. Nicht Gegner, Gegenstände. Schlüsselgegenstände. Nee, ich glaube, wenn ich den Schlüssel hätte, würde mir das Spiel das sagen, oder? Drehen wir noch eine Runde. Schauen wir hier mal. Früher hat man ja tatsächlich, was immer noch für mich, also das geht mir überhaupt nicht ins Hirn, aber aus irgendwelchen komischen normativen Gründen hat man es für eine gute Idee gehalten,
Linkshänder tatsächlich umzuerziehen, damit die ihre rechte Hand benutzen, was sich als überaus schädlich tatsächlich für Gehirn und Psyche herausgestellt hat. Weil man würde denken, es ist einfach nur eine ziemlich doofe Idee. Tatsächlich ist es sogar richtig schädlich, wenn man das macht. Wenn man versucht, quasi die Hand zu wechseln. Gerade bei Kindern hat es sehr oft auch zu starken Verhaltensstörungen und so weiter geführt. Also... Das muss er sein. Aber wie kommt man überhaupt auf die Idee? Also, furchtbar. Über sowas könnte ich mich so ärgern. Dass das Realität war, früher, für viele Menschen. Dass da viele Kinder echt leiden mussten. Nur weil sich irgendwer eingebildet hat, nur wäre doch schöner, wenn alle mit der gleichen Hand schreiben oder so. What? Furchtbar. Furchtbar sowas. Oh, super! Moment mal, diesen großen Kanal kenne ich. Auf der anderen Seite liegt Sektor 7. Also die Grenze zwischen den Sektoren. Wir müssen durch die Tür auf der Seite von Sektor 7. Dahinter sollten wir die Slums erreichen können. Leichter gesagt als getan. Orientieren wir uns an der Wasserpumpe dort, damit wir uns nicht verlaufen. Wir müssen einfach nur die Ruhe bewahren. Ja, hast recht. Tja, schlimm sowas. Mit dem Gedanken von Normalität ist, glaube ich, noch nie was Gutes dabei rausgekommen. Ist nie was Gutes entstanden, oder? Wenn man glaubt, es gäbe eine Norm, an die sich Leute halten müssen, dann ist es immer negativ. Immer gefährlich. Hallo, Kater. Da kommen echt alle Katzen der Reihe nach und müssen Hallo sagen. Aber ich muss noch... Wie lange? Eine halbe Stunde noch, Kater. Dann habe ich Zeit für euch. Ja, mach das Mikrofon kaputt währenddessen. Das ist eine gute Idee. Wenn ihr jetzt Störgeräusche hört, wisst ihr, woran es liegt. Zum Glück sind meine Katzen echt überhaupt nicht aufdringlich und klettern auf mir und dem Laptop rum, während ich hier sitze. Das wäre echt doof. Ach, wisst ihr was? Vielleicht hat er seinen Namen gehört, ne? Der Link. Jetzt hat er meine Kopfhörer ausgesteckt. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Warte mal schnell. Ich muss schnell meine Kopfhörer wieder anstecken. Der hat sich gerade aufs Kabel gelegt und die rausgezogen. Sodala. Okay, du kannst hier liegen bleiben, ist gut. Ich spiele währenddessen weiter. Hallo Felix, wie geht's? Schlafen. Cloud! Aufwachen! Das war's dann. Oh, Glut hat die nächste Stufe erreicht. Von wem? Können wir jetzt etwa schon super Vollgas machen? Ja! Das möchte ich mal einfach nur so sehen. Bam! Schon cool. Mein Gott, diese blöde Krabbe. Kannst du die mal einführen für uns? Danke, Eris.
Das war cool. Die sprechen die in der deutschen Synchro zumindest wirklich mit S hinten aus, ne? Ich habe da schon öfter drauf geachtet. Aber man schreibt sie eigentlich mit TH. Weiß man halt nicht, wie die in Japan ausgesprochen wird. Also ich weiß es nicht. Wir könnten jetzt die Synchro umstellen und drauf warten, aber so sehr interessiert es mich dann auch wieder nicht. Insofern, whatever. Ich sag Aerith. Und manchmal sage ich Aerith, ist mir aufgefallen. Ich sage einfach, ihr wisst ja, wer gemeint ist. Whatever. Im Original wird die Aerith geschrieben sogar. Aha, da haben wir es wieder. Bei so Anime-Sachen und so nehmen sich die amerikanischen Synchronleute manchmal schon ganz schön viel raus. Bin ich nicht gut. Ich bin ja da eher so Purist, ne? Ich finde, wenn schon, dann soll man nah am Original bleiben. Bin ich, ist mir immer lieber. Ich bin echt unentschlossen bei so kulturellen Bezügen. Wirkt, da bin ich mir echt nicht sicher, was da der Königsweg ist. Weil einerseits bin ich, wie gesagt, da eher wirklich so Purist, dass ich sage, nee, hier so gut wie möglich eins zu eins übersetzen. Aber wenn dann so Referenzen und Insider-Witze und sowas drin sind, die man wirklich nur im Japanischen zum Beispiel versteht, darf man die dann quasi anpassen, dass das Sinn macht für einen westlichen Rezipienten? Ja, wahrscheinlich ist es das bessere Erlebnis, wenn man es macht. Da bin ich, wie gesagt, unentschlossen, was da der beste Weg ist. Ob die Simpsons dann zum Beispiel bei diesem Gag, wo die ganzen kleinen Hündchen Männchen machen. Ich weiß gar nicht, welchen Prominenten die im Original nehmen, aber dass die dann der Boris Becker draus machen. Dass Mr. Burns dann sagt, lauter kleine Boris Becker. Ich meine, das ist schon, ne? Wenn die jetzt irgendeinen amerikanischen Tennisprofi nehmen, den in Deutschland keiner kennt, zum Beispiel, versteht man es halt nicht. Und so macht es halt Sinn und ist tatsächlich lustig. Insofern, ja, wie gesagt, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich habe jetzt gerade den Nachteil, dass ich keine Orientierung habe und deswegen nicht weiß, was zur Hölle überhaupt los ist. Ich glaube, wir sind hier auf jeden Fall falsch. Mach's gut, Pluto. Tschüss. Ich muss anscheinend echt darüber. Geht's da drüben doch weiter, oder wie? Ich war da doch schon. Ach so, und da ist eine Leiter. Na guck. Stimmt, Kader? Na also. Cloud. Runter mit der Leiter. Oder anders, runter die Leiter. Überlass das mir. Oh oh, Leonardo kommt, um Donatello zu retten. Dann waren es nur noch zwei. Raphael und Michelangelo. Ein Glück. Jetzt kommen wir auf die andere Seite. Das erinnert mich so stark an ein Resident Evil Rätsel, aber ich weiß nicht aus welchem Teil, ein alter Teil, ein original Survival-Horror-Spiel. Könnte das Remake vom ersten sein? Meine Gedanken rasen wie wild. An das ich jetzt denke. Ich weiß. Ganz normal. Die wollen Sektor 7 zerstören? Das können sie nicht ernst meinen. Aber selbst wenn sie es ernst meinen, ziehen sie das bestimmt nicht durch. Bestimmt nicht. Ja. Hm? Aerith, weißt du etwa mehr? Wie? Tifa, Aerith, kommt einzeln rüber. Okay. Ich gehe vor. So. Aerith?
war knapp. Danke, Tifa. Doch nicht dafür. Dir auch. Weiter. Okay, weiter geht's. Ich lass mal die Cuttercam an. Ist eh viel interessanter als ich. Also nur für die, die live dabei sind. Leider gibt's keine Catcam auf YouTube. Rasen deine Gedanken wieder? Ja. Wir können die Zukunft noch ändern. Du musst nur fest daran glauben. Verstehe. Wenn du meinst. Denk einfach an was Schönes, wenn Sektor 7 gerettet ist. Wenn wir es schaffen, könnten wir oben bummeln. Also, wir könnten zum Beispiel was Hübsches für den siebten Himmel suchen. Du und ich? Warum nicht? Ja, klingt toll. Cloud kann unsere Tüten tragen. Dem geben wir ordentlich zu schleppen. Redet ihr über mich? Tun wir nicht. Wäre der Absturz Vielen jetzt Dank. Wirklich so dramatisch gewesen, was? Ungefähr 2 Meter unter ihm ist Wasser. Ich meine, ist halt dann blöd mit wieder hochkommen, aber ein bisschen überdramatisiert war das gerade schon, oder? So, haben wir mal die Kisten kaputt, um unseren Absturz hier loszulassen. Ja, wahrscheinlich wollten die einfach das Überqueren von Stegen so spannend wie möglich machen. Nehme ich an, dass das der Gedanke war. Oder, Linky? Die Beine gerade ein. Das ist echt doof. Ich muss mich zumindest mal ein bisschen anders hinsetzen. Okay. Kannst du mir das so liegen bleiben? Okay. Oh, Bossraum. Kommt jetzt Ganon wieder? Nein, das ist kein Bossraum. Wirklich nicht. Ah, interessant. Muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Sind wir irgendwie im Kreis gelaufen oder so? So, da bin ich wieder. Hallo, ich hab 0 Wins. Wie geht's? Mir geht's gut. Dankeschön. So, jetzt wieder die Frage, wo ist der richtige Weg und wo ist der optionale Weg? Ich glaube, das ist der optionale Weg. Den gehen wir. Irgendwie nie diesen All-Around-Stil, den er noch theoretisch hätte.
Ich meine, der ist, glaube ich, theoretisch gut, aber dass man da sich kaum noch bewegen kann, das nervt mich ein bisschen. Ist halt schon eher so was für stationäre oder lahmarschige Gegner. Und die meisten Gegner in dem Spiel sind nicht sehr lahmarschig eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Aber viele Nahkämpfer, die schon an einem kleben, zumindest relativ. Wirklich, wirklich, Cloud, da ist ungefähr 15 Meter Abstand. Du hättest da quasi breitschultrig einfach durchgehen können. Das ist komisch Design. Hier das Gleiche. Naja. Muss halt eine künstliche Ladezeit, hilft ja nichts. Aber ein bisschen enger hätten die das schon machen können. Künstliche Ladezeiten, ich meine versteckte Ladezeiten. Ich glaube nicht, dass die absichtlich künstliche Ladezeiten sind, die gar nicht drin sind. Das wäre wirklich. Um eine Retro-Gaming-Experience zu schaffen, haben wir uns dazu entschieden, künstliche Ladezeiten einzubauen. Keine große Sache. Ja, ich meine, also theoretisch. Wenn die jetzt ein Resident Evil Remake machen würden, das wieder sehr klassisch Survival Horror ist, auch mit feststehenden Kameras und so, wäre ich schon enttäuscht, wenn gar keine Türsequenzen mehr vorkommen würden, auch wenn man sie nicht mehr braucht als versteckte Ladebildschirme. Da müssten dann schon fast irgendwie künstliche Ladezeiten geschaffen werden oder so. Weil so ein klassisches Resident Evil ohne Türsequenzen, das... Weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnt habe. Breath of the Wild, ja, ja, genau, klar. Finde ich total super. Ist wirklich eins meiner neueren Lieblingsspiele. Und ist auch ein Let's Play auf dem Let's Play-Kanal. Findest du da die Playlist? Also da findest du die Playlist. Würde man auf Deutsch eher sagen. Ich habe das aber sehr viel privat gespielt quasi. Und Let's Plays habe ich quasi nur während der Hauptmission und der Story-Elemente aufgenommen. Die Erkundung habe ich quasi privat in meinem Bett gemacht. Und in der Badewanne und überall. Das war abzusehen. Das heißt, das ist kein 100% Playthrough, sondern eher so ein Highlight-Let's Play. Dammit. Optionale Schätze, mit denen ich hier geteased werde. Wetten, hier geht's weiter. Ich will fast gar nicht. Ich habe Angst, dass wir gleich in eine Cutscene geraten und dann das Gebiet hier verlassen. Oder? Nee, doch. Ha, vielleicht. Ja, nee. Hier ist Ende. Dann gehen wir nochmal zurück in die Kanalisation. Hey, T-Bone, danke für die Bits. Bitregen. What? Wo fliegen denn die hin? Die sind gerade komisch geflogen, die Blätter. Aber mich hat vorher schon die Physik vom Spendenglas gewundert. Irgendwie ist das gar nicht so richtig explodiert, als vorher was reingefallen ist. Das ist alles ziemlich in fest, die heute, habe ich das Gefühl. Aber ich habe auch nicht immer hingeguckt, wenn was reingeflogen ist. So. Auf zum optionalen Loot. Bring dir's hinter uns. Kein Problem. Genug. Wo ist denn der Gegner? Keine große Sache. Da waren sie schon alle weg. Ich habe jetzt wirklich genau in der Reihenfolge, wo sie gestorben sind, hingeguckt zu den Gegnern. Immer genau, wenn meine Kamera drauf war, sind sie gerade gestorben. Sehr schön. So, was haben wir denn hier Feines? Einmal Widerstand. Juhu, werde ich wahrscheinlich nie benutzen. Aber ich muss es besitzen. Geht ja gar nicht darum, sie zu benutzen. Ich will sie nur haben. Überlass das mir. Oh oh. Michelangelo ist da. Fehlt nur noch Rachael. Dann haben wir alle vier. Ob dann am Schluss noch Meistersplinter kommt oder war eine von den Lehrern Meistersplinter. Man weiß es halt. Shredder wird uns danken. Ah, ich bin Frosch!
Oh mein Gott, ist das cool. Ich habe gerade ganz kurz als Frosch gegen den gekämpft. Von Reptil zu Reptil. Ne, warte mal. Von Amphibie zu Reptil. Moment, seid ihr auch Amphibien? Also ich meine, Schildkröten sind Reptilien, aber... egal. Auf jeden Fall konnte ich als Frosch weiterkämpfen. Und ich finde es total cool. Ich finde es fast schade, dass... ich nicht länger Frosch sein kann. Würde ich gern auf Kommando sein können. Finde ich lustig. Hyrule Warriors 2 habe ich immer noch auf meiner To-Do-Liste, auf meinem Pile of Shame. Das habe ich noch nicht abgeschrieben. Das werde ich definitiv nochmal starten. Aber aktuell spiele ich eben, bin ich mit Ease 8 und Genshin Impact einfach ausgelastet. Für Genshin Impact kommt ja morgen das neue Update. Da freue ich mich schon drauf. Da bin ich gespannt. Jetzt wird auch ordentlich Content. Das ist, glaube ich, echt das erste Service-Spiel im Grunde, das mich irgendwie angesprochen hat, dass ich auch wirklich, wo ich mich wirklich auf Updates freue. Normalerweise funktioniert bei mir sowas nicht. Aber das liegt halt auch dran, weil die meisten Service-Games, oder eigentlich so ziemlich alle, immer so Multiplayer-Dinger sind. Und ich mag einfach Multiplayer nicht. Und Genshin Impact nimmt halt all diese Multiplayer-Mechaniken und baut sie in ein Singleplayer-Spiel ein. Mit einem optionalen Koop-Modus, der irgendwie nicht wirklich sinnvoll ist. Und deswegen wahrscheinlich funktioniert es für mich. Jetzt sehe ich auch mal die Vorzüge, die es ja durchaus gibt von so Service-Spielen. Hyrule Warriors 2. Seht mal, geht es da etwa aus? Wenn Ease 8 durch ist, wahrscheinlich. Ich frage mich, ob sich der Wasserpegel irgendwie senken lässt. Wenn ich daheim jetzt immer auf meinem Trainingsrad sitze, dann brauche ich irgendwas auf der Switch am besten zum Spielen nebenbei. Deswegen kann ich zurzeit wieder viel Switch spielen. Seht mal! Im Keller der Bar ist auch so ein Steuerpult. Damit lässt sich der Wasserzulauf regulieren. Kriegst du das hin, Alleskönner? Wasserablauf. Das muss es sein. Das ist ungefähr der 100. Wasserablauf, den wir hier machen, Cloud. Also, come on. Das, genau, eben. Das ein Hebel, den drücken wir und fertig. Oder etwa nicht? Geht nicht? Scheint kaputt zu sein. Rote Leuchte, Verstopfung im Abwasserrohr. Mit der manuellen Pumpe Müllansammlungen herausspülen. Das habe ich in der Bar schon mal gemacht. Okay, ich gehe. Komm, Aris, wir beide erledigen das. Cloud kann hier gucken, ob ein anderer Fehler angezeigt wird. Aber ich... Die Pumpe müssen zwei Gleichstarke bedienen. Wir sind gleich wieder da. Zu Life is Strange, ich habe Nullwind, habe ich auch ein Let's Play. Witzigerweise. Zählt meine ganzen Let's Play-Spiele auf. Aber es sind ja auch schon hunderte, glaube ich. Insofern nicht verwunderlich. Die Pumpe ist doch etwas anders. Die in der Bar ist viel simpler gebaut. Okay. Ventil öffnen, Aerith. Bewege den linken Stick nach oben, um das Ventil zu öffnen. Die Nadel des Messgerätes wird sich von rechts nach links bewegen. Okay, mit Tiefe auf X pumpen. Ich glaube, das muss man einfach machen. Ja, es klingt wahrscheinlich komplizierter als das. Was? Hätte ich schneller drücken müssen? Versuchen wir es nochmal. Okay, ich drück mal ganz schnell. Ich dachte, ich muss nur... Ah!
Moment, ich verstehe überhaupt nichts. Ich hätte mir vielleicht doch wieder durchlesen sollen. Nicht so hektisch. Wie? Warum? Ach so, muss ich das jetzt einfach so lange machen? Hä? Klappt nicht, wie? Ich muss das jetzt einfach so lange machen, bis der groß genug ist, oder wie? Drück mal super schnell! Togo! Ja, mehr drücken kann ich nicht. Okay, erneut lesen. Na Gott sei Dank. Okay. Um den Zielbereich zu vergrößern. Ventil schließen, sobald sich die Nadel wieder nach rechts bewegt. Ach so. Innerhalb des Zielbereiches nach unten. Ach so. Jetzt verstehe ich. Versuchen wir es nochmal. Ja, ja. Zielbereich super riesig. Und jetzt? Ja. Ha. Das war perfekt. Perfekt. Und jetzt machen wir das Ganze noch zweimal. Riesig machen. Das ist nicht sehr riesig. Wow, das ging schnell. Das hat mich jetzt aber... Nicht so hektisch. Schnell, das ist aber ein bisschen bekloppt. Klappt nicht, wie? Hast du auch, Metatron, weil du schreibst, dass du Breath of the Wild 100% gespielt hast, auch wirklich alle Krog-Rätsel gefunden? Aber das finde ich irre. Das finde ich total irre, dass es Leute gibt, die das tatsächlich zu 100, also wirklich alle 900 gemacht haben. Ich habe irgendwo gelesen auf Reddit oder so, keine Ahnung, dass jemand jetzt seine Challenge beendet hat, und das ist echt crazy, das müsst ihr euch mal auf die Zunge zu gehen lassen. Der hat er jahrelang immer wieder dran gearbeitet, bis er es jetzt tatsächlich erfolgreich geschafft hat, nämlich Breath of the Wild zu 100% mit allen Krog-Rätseln und allem durchspielen, ohne auch nur ein einziges Mal Schaden zu nehmen. Kein jemals ein halbes Herzchen verloren oder so. Kein Schaden. Nicht durch Treffer, nicht durch Kälte oder so, nix. Flawless 100%. Das ist crazy. Das ist total verrückt. Das finde ich wirklich irre. Manche Leute sind einfach crazy cool. Wie frustrierend das gewesen sein muss, ey. Stell dir vor, du spielst da 50 Stunden... und alles läuft perfekt und plötzlich kommt irgend so ein kleiner Popelgegner, irgendein Pfeil aus dem Nichts und trifft dich. Glaubst du das? Da gibt es Videos dazu, der hat das öffentlich gemacht auf Twitch. Ich habe die nicht gesehen, aber ich gehe mal davon aus, dass die Artikel, die dazu geschrieben wurden... Hat ja gut geklappt. ...kein Blödsinn erzählen. Was hast du erwartet? Aber wer weiß. Aber ich gehe davon aus, dass das schon möglich ist. Ich meine, über Jahre hinweg immer und immer und immer wieder, jeden Tag, irgendwann kann man es perfekt auswählen. Das ist mein Job. Dann geht das schon. Moment mal, es gibt gar keine zwei Turtles mehr. Da stimmt doch was nicht. Oder sind das jetzt schon die Battle Toads hier? Wer weiß. Ja, für mich wäre sowas auch die Hölle. Also genau gerade so eine Challenge, wo jeder kleine Fehler sofort zum Reset führt, das ist für mich die Hölle. Und dennoch noch über so viele Stunden, das geht nicht gar nicht. Ich habe schon öfter versucht, ob ich mir nicht ein Spiel suche, das ich gerne mag, um mal ein bisschen so Speedruns zu versuchen. Das wäre schon was, das mir gefallen würde. Aber ich glaube, auch da bin ich nicht frustresistent genug. Leider. Ich habe da kein Durchhaltevermögen oder sowas.
muss ein sehr kurzes Spiel sein. Earth Freedom! Hallo, das Abonnieren! Und hallo! Ich bin Frost! Ah, Frost sein rockt, ey. Okay. Warum kann ich nicht auf Kommando Frost Battletoad sein? Vor allem hatte ich so ein kleines Schwert auf dem Rücken, habe ich jetzt gerade gesehen. Eine Mini-Version von meinem Schwert. Mit meinem Frost-Rücken. Bester Zauber ever. Nein, was macht ihr denn? Ich möchte nicht. Ich wollte eigentlich nur mit Cloud Blitz machen. Ich weiß nicht, was da ist. Hier ist schon wieder. Von denen wir schon 30 behauen haben. Jetzt wird's aber problematisch. Geht schon mal vor. Los! Ja! Du auch. Aber es sind zu viele. Ich um Aeris. Beeil dich! Ich warne euch! Ich bin verdammt stark! Und ich kann ziemlich gut weglaufen. Weglaufen ist meine wahre Stärke. Zum Glück können die Froschwesen keine Leitern hochklettern. Das ist ihre einzige Schwachstelle. Die kommen aus Bethesda-Spielen. Die können keine Leitern benutzen. Das sind Agunia. Wahrscheinlich. Deswegen. Roger. Der Vergeltungsschlag wird durchgeführt. Wir beginnen mit der Induktion. Die Typen in ihrem Turm da oben drehen echt am Rad. Jeder Widerstand wird im Keim erstickt. Das ist doch nichts Neues, oder? Einen ganzen Sektor zu vernichten, aber schon. Naja, wer im Glashaus sitzt, was? Sicher nur eine Patrouille. Los, nach Sektor 7. Da, wo Huma arbeitet. Hm. Sektor 7G. Sodala. Oh. Sodala. Oh. Sodala. Jetzt machen wir aber Schluss für heute. Wir sind am Ziel für heute angekommen. 22 Uhr. Ist... Schluss macht Zeit. Ich muss echt noch heute was erledigen, leider. Sport. Ach, hilft nichts. Na schön, Leute. Schön, dass ihr mit dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Danke für die Spenden. Danke für die Bits. Wo wir gerade beim Thema sind. Danke nochmal, Teambauen. Danke für die Abos. Danke fürs Mitschreiben. Hey, ich muss mal kurz das Glas noch resetten, bevor wir jetzt aufhören. Weil das hat irgendwie keine richtige Physik. Mehr. Irgendwas stimmt da nicht. Bin's gerade nicht bei den Einstellungen unten. Ah ja, Char. Wartet mal kurz. Hallo? Jetzt mag's gar nicht mehr. Ah, da ist es. Und jetzt purzelt alles wieder rein. Komisch, ne? Dass die Objekte sind plötzlich so schwer in dem Glas und nicht so fluffig.
Die haben irgendwie mehr Masse bekommen. Mehr Gewicht zumindest. Naja. Wie gesagt, danke für alles. Schönen Abend noch, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Bis nächsten Dienstag. Macht's gut. Ciao.